Guten Tag. Ich glaube, ich war noch nie so schlecht vorbereitet wie heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lötti. Masse und Make-up. Entschuldigung, ich habe meinen Einsatz verpasst. Ehrlich. Wir haben aber auch gar nicht drüber gesprochen, über unseren Einsatz. Nee, ehrlich nicht. Das müssen wir mal hier manifestieren, würde ich sagen. Aber wir sind nicht alleine, wie man sieht. Die liebe Birgit ist heute bei uns zu Gast. Endlich. Die war überfällig. Birgit war komplett überfällig. Es war mir auch schon ein bisschen peinlich, muss ich ja sagen, ne? Wir hatten sehr, sehr viele schon zu Gast und jetzt endlich deine Bix und Teamkollegin IFBB Pro in der Physikklasse, genau. Sehr erfolgreich in meine, Prep. Ne? Meine Bix und Kollegin. Und nein, ich bin nicht bei Smilodocs, von meinem eigenen Geld gekauft, muss ich einmal kurz sagen. So, und wenn ihr wissen wollt, ob Sex mit einer vergrößerten Klitoris wirklich so geil ist oder ob Stoff auch bei Frauen wirklich viel hilft. Das Thema Politik und Wettkämpfe, wenn euch das interessiert, dann solltet ihr mal dringend dranbleiben und die Glocke aktivieren. Richtig. Und es gibt heute auch noch News, ne? Wir vergessen die Szene nicht. Ist ja auch so ein bisschen was passiert an Wettkämpfen oder an Wettkämpfen, die jetzt anstehen, beziehungsweise dann schon waren. Ne? Wir drehen ja immer eine Woche im Voraus. Ja, wir müssen unsere Strategie ändern, weil wir immer 10 Tage quasi im Voraus schon, ne, aufnehmen. Richtig, das müssen wir ändern. Aber das kriegen wir alles noch hin. Liebe Birgit, herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Das freut mich riesig, endlich mal bei euch in dem Podcast zu sein. Ich habe nämlich schon immer gehofft, wann kriege ich denn mal eine Einladung. Eigentlich hättest du eine ja wohl der ersten Gästinnen, Gästin, Gäste, Gast, was auch immer sein soll. Die kommen, geht uns dann in den Kommentaren, ne? Was? Ich sag, die kommen, die Leute, die Kommentare schreiben, die korrigieren unser Deutsch dann schon. Sag mal, worüber nimmst du gerade auf? Über das neue Mikro oder was ist damit jetzt wieder los, Letti? Hallo, ja, Letti war heute unvorbereitet, genauso wie du, und hat ihr Handy nicht aufgeladen. Und bei diesen Handy-Mikros ist es ja immer so, dass man das da anstöpseln muss. Dementsprechend muss ich mein Handy aufladen und kann dadurch wieder nur meine Zoll-Kopfhörer benutzen. Okay, Amazon war so schnell, ne? Hat so schnell. Ehrlich. Egal. Nächstes Mal, Leute. Nächstes Mal. Mit feinster Tonqualität. Aber ich finde, die ist nicht ganz so katastrophal wie am Anfang, oder? Nee, ist alles gut. Es hat sich nicht wieder jemand beschwert. Birgit, ist das deine Einrichtung da? Ja. Also, ich bin auch gläubig. Ich bin katholisch hier, gell? Ja? Streng katholisch. Nee. Hast du da hingehangen? Was? Hast du da hingehangen? Oder hing das schon da? Nein, habe ich da hingehangen. Gut. Sehr gut. Prost. Finde ich auch gut. Aber man sieht auch andererseits ein Pokal und ein Bikini im Hintergrund. Birgit, erzähl uns doch mal, wie war deine Saison gerade für dich? Also du bist ja gerade eigentlich noch mittendrin. Können wir erstmal anstoßen? Können wir erstmal anstoßen? Entschuldigung. Das tut mir leid, Letti. Aber ich weiß, was du nicht weißt, das ist jetzt gerade, ist das jetzt deine Premiere oder ist das der zweite, Birgit? Das ist der zweite. Ich habe gestern schon den ersten getestet. Aber das ist der blaue. Ja, das ist der falsche. Andere gibt es noch einen Orangen, der ist aber nicht zuckerfrei und mehr gibt es bei uns nicht. Doch, gibt es auch, aber die sind versteckt, glaub mir. Aber wo? Ja, die sind immer, die ganz Weißen sind die besten, die sind immer weg meistens schon. Weil die Weißen, ich habe jetzt auch keinen hier, die schmecken halt wie Monster Weiß, nur nicht ganz so süß in Zero. Aber wo kaufst du die? Im Lidl. Im Lidl? Ja, Kong gibt es ja nur im Lidl. Ja? So, Letti, Entschuldigung, dass ich... gebrochen. Alles gut. Es tut mir leid, man muss natürlich auch erstmal anstoßen. Das ist vollkommen verständlich. Ja, damit ich rülpsen kann. Nee, was wollte ich sagen? Ja, Birgit, du befindest dich gerade mitten in einer Wettkampfsaison. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie hast du die letzten Wettkämpfe empfunden? Warst du zufrieden mit den Ergebnissen? Was lachst du denn jetzt hier, Angel? Nix, ich bin schon wieder getriggert. Ich muss leider nochmal da reingrätschen. Die können mich hassen da draußen. Birgit, zu Birgit sagt jeder Birgit. Birgit. Aber wirst du Birgit ausgesprochen oder Birgit? Ich meine, das ist natürlich auch eine Sache des Dialektes. Das kann ich einfach sagen, kurz und knapp. Das kann Nein, sagen, aber ich sag mal, Birgit. In Österreich sagen auch viele Birgit.
Warum sagen die das alle? Egal, ob Max oder unsere Birgit. Ben, unsere Birgit. Und ich denke mal so, oh, tut mir voll weh im Herzen. So, jetzt sagt Letty auch noch Birgit. Dixie, sag ich jetzt. Musst du deine Frage ein drittes Mal wiederholen? Birgit, du kannst... Nein. Vorgehen, ja? Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ich kann da direkt drauf eingehen. Ich glaube, ich konnte mir das merken. Ja, es ist schon ganz schön lang inzwischen. Meine Prep, ich habe ja im Februar, Anfang Februar mit der Prep gestartet. Und mein erster Wettkampf war eben Alicante im Juni. Die Empro Classic. Und... Sind doch erst 7 Monate, Birgit. Mit 60 Minuten Cardio oder 120 am Tag. Ja. Und wir haben eigentlich, also ich bin super zufrieden, muss ich sagen, weil ich hatte in Alicante schon meine persönliche Bestform und die haben wir in Portugal dann einfach nochmal getoppt. In Portugal bin ich dann nochmal einen Ticken härter gekommen. Ich habe halt einfach das Problem, das wahrscheinlich meinem Alter geschuldet ist, dass bei mir die Haut überm Arsch halt einfach nicht mehr so richtig schön anliegt und deswegen diese kleine Falte unten schmeißt. Und lass das nicht zu, dass Max uns das einredet. Bitte lass das nicht zu, Birgit. Dann nimmst du doch auch immer hinten. Ja. Ja, aber das, ja, und das hat mir in Alicante den Sieg gekostet und nicht nur in Alicante, sondern eben dann auch in Portugal. Wobei es in Portugal schon einen sehr faden Beigeschmack hatte für mich. Also für mich war das, also die Caro ist wirklich eine Top-Athletin, da kann ich überhaupt nichts dagegen sagen. Aber wenn ich mir die Vergleichsbilder anschaue, die Fotos im Nachhinein, fand ich mich besser in den Vergleichspunkten. Und es war halt, ich hatte die Härte. Und es war halt auch wieder nur in den Bewegungen, in den Übergängen, dass man halt da diese Falte am Arsch da gesehen hat. Und das war halt dann eben auch das Feedback von den Judges, was ich bekommen hatte. Aber es war halt trotzdem für mich irgendwie komisch, weil Caro halt schon ihr goldenes Höschen dabei gehabt hat, so ganz zufällig. Und sie war ja auch schon 3 Wochen vorher, vor Wettkampfbeginn, ist sie nach Portugal geflogen und hat dort kräftig die Werbetrommel gerührt für das Event und umgekehrt auch. Die von Mr. Big Evolution, die haben halt sie auch ganz schön gehypt. Und sie wäre schon mitten in Portugal. Ich habe keine Ahnung, wie sie so lange macht. Aber da sind wir mittendrin im politischen Thema schon. Ja. Denn, das werden wahrscheinlich viele da draußen noch weniger verfolgt haben, die Women's Bodybuilding-Klasse verfolgen ja meistens noch weniger. Hatten wir 2 Starterinnen. Für mich war da eigentlich völlig klar, wer da gewinnt. Und ich dachte, der habe ich komplett einen an der Birne, an der Glocke. Wieso hat denn da auch die Brasilianerin gewonnen? Mhm. Aber das war schon... Also in Portugal die 2 Women's Bodybuilding, das war für mich eindeutig. Also das war nicht, das war für mich politisch überhaupt keine Rolle gespielt. Die war einfach besser in Form, die erste geworden ist. Die war einfach besser. Ja, weit. Also von den Bildern in. Andere waren nicht fertig. Schwierigkeit ist ja immer vor Ort, ne, bestimmte Bilder oder die du dann hier siehst, ne, so, ja. Das hat es mir bei dir auch so schwer gemacht, so, ich habe zum Beispiel da den einzigen, ich fand die von hinten gar nicht viel stärker, bei dir, die Brasilianerin, das Einzige vielleicht, dass sie ein bisschen feiner wirkt, weil sie eine etwas schmalere Taille hat, die hat halt ein bisschen andere Proportionen, also das war jetzt von, die hat auch nicht die feinste, schmalste Taille. Das war für mich das Einzige, weil ich fand sie gar nicht so... Nee, ich spreche jetzt von dir, von deiner Klasse, jetzt gerade. Ich muss aber sagen, dass ich bei dir, Birgit, diesen X-Frame extrem krass finde. Ne? Also du bist halt wirklich dieses X in Person, ne? Die Proportion passt, finde ich, perfekt bei dir. Und deshalb, finde ich, hätte man das auch definitiv tauschen können. Ne? Weil von der Herze, ich meine, das ist halt auch irgendwie... Ja, es
wegen einer Falte so, ob das wirklich so der Grund war, ne? Es sind im Nachhinein auch ganz viele zu mir hergekommen, die da gesagt haben, es kam zum Beispiel einer auf mich zu, den habe ich gar nicht, der hat Deutsch auch gesprochen, und der meinte so, du bist ganz schön beschissen worden. Weil er hätte mich auch auf dem ersten gesehen, und das, und auch viele Erfahrene, auch viele Coaches, die dann das gesagt haben. Und ich habe auch gehört, dass Stefan gesagt hat, dass er mich auf eins gesehen hätte. Mhm. Und das ist halt im Nachhinein dann alles schon ein bisschen. Ja. Hat einen komischen Punkt für mich. Aber muss man so hinnehmen, und sicher hat man es so werten können. Das hätte man einfach andersrum drehen auch können. Das wäre auch okay gewesen. Und ich gönn's der Caro und mach's halt. Das Problem haben wir ja auch immer, ne? Platz 1 und 2 ist so oft nicht klar, finde ich, egal in welcher Klasse. Ich wollte es gerade sagen. Ich finde es halt nur extrem schade, weil, also was ja völlig klar ist, du bist ja kein unbekanntes Blatt, so, ne? Auch gerade in Spanien. Und ich weiß nicht, wie heißt sie? Carola, die gewonnen hat? Caro Alves dos Santos. Caro, ja, Caro, genau. Ich finde, dass die zum Beispiel keinen großen Sprung gemacht hat zu letztem Jahr, weil ich kann mich an sie noch letztes Jahr erinnern. Die ist doch letztes Jahr auch mit uns gestartet in Alicante, ne? So, ich weiß nicht, welchen die da gemacht hat, aber ich sag mal, bei dir hat man ja auch wirklich irgendwie einen Sprung gesehen, ne? Und das müssen die ja eigentlich auch auf dem Bildschirm haben, das finde ich immer ein bisschen traurig. Klar zählt der Tag X, aber wenn es so eine knappe Entscheidung ist, finde ich, müssen auch solche Sachen mit reinspielen. Guck mal, wie sah die denn letztes Jahr aus? Hm. Die Judges sind auch noch hergekommen danach zu mir und haben gesagt, ich hatte die schönere Linie, ich hatte die bessere Präsentation. Aber es ist halt für mich immer so komisch, weil auf der einen Seite bei den Männern oder beim Olympia, wenn man so sieht, da ist dann oft so die Vergleichsposen, und dann sagt man, ja, die Frontpose hat der gewonnen, die Seitpose geht an den, die Rückpose geht an den und. Also, und wer die mehreren Posen gewonnen hat, so praktisch, ne, der kriegt den Sieg. Und bei mir, ich hätte praktisch alle Posen gewonnen, außer die Rückenpose, und bin trotzdem Zweite. Ja, das ist auch immer, ja, ist alles super, aber gut, das hat Nadine ja auch gerade, ne, Huber. Mal gucken, wie es da läuft, ne, aber wenn diese Folge rauskommt, dann ist England schon, ne? Wollen wir mal auf den England-Wettkampf zu sprechen kommen? Da starten nämlich 4 Deutsche. Ja, und damit muss ich mal untermauern, ein Kommentar, also meine ich jetzt überhaupt nicht böse, es hat doch einer der Herren, also erstmal da draußen, vielen, vielen Dank für all eure Kommentare und das Feedback, muss ich immer wieder sagen. Ich bin echt überrascht, auch auf den letzten Podcast mit der Hanna und so, ne? Großartig. Aber da hat ja einer nochmal nachgefragt, wie wir darauf kommen, dass die Frauen erfolgreicher wären als die Männer. Ne? Aber wenn ich das habe ich auch gelesen. Ne? Aber wenn ich mir jetzt wieder das Line-Up angucke, wie Birgit, du hast es schon gesagt, 11 Athletinnen oder was? Wie viele? Insgesamt in der Figur. Ja? Und davon 4 Deutsche, also auf einem Profi-Wettkampf, finde ich schon krass. Ja, das ist viel. Wenn man die anderen Wettkämpfe angeschaut hat, Portugal und Alicante, das waren ja 20. Ja, genau. Ja. Und das war halt einfach, dass die Frauen aktuell, deutschen Frauen, mehr Wettkämpfe machen als gerade Männer. Vielleicht, ne, manche starten ja jetzt erst noch wie in Tumbudesheim, ist ja zum Beispiel auch gerade noch in Vorbereitung oder so. Die kommen vielleicht noch, aber aktuell sind mehr Frauen vertreten auf den Wettkämpfen. Finde ich auch. Ja, so. Aber wie gesagt, wir haben 4 deutsche Starterinnen. Wir können sie mal kurz bei Namen nennen. Das ist einmal die Nadine Huber, die Lisa Marie, ich bin mir gerade echt unsicher, Schleifer. Hanna Pause. Hanna Pause. Katja Novak. Genau, Katja Novak. Genau. Birgit, du selber bist nicht in England vertreten, ne? Es ist meine Klasse leider nicht vorhanden, sonst wäre ich wahrscheinlich. Ach was. Genau, also meine Klasse ist da leider nicht. Das ist ja immer das Problem. Ich höre dich nicht, Birgit. Extrem. Ich höre dich nicht. Du warst gerade tonmäßig weg, Birgit. Ja. Das, es ist ja immer das Problem. In Europa gibt es so wenig Wettkämpfe für die Physikmädels, dass einfach dir gar nicht viel übrig bleibt. Würde in London Physik vertreten sein, dann wäre ich natürlich auch vor Ort gewesen. Aber es ist oft immer so, dass viele Veranstalter müssen für jede Division
Geld bezahlen. Und die Women's Physik ist halt eigentlich keine so gut besetzte Klasse, was man jetzt auch wieder nicht so sagen kann, weil wenn man letztes Jahr denkt, ne, Rumänien, das waren ja 26, wir waren ja fast 30 Mädels in der Physik, das hat es auch noch nie gegeben. Aber wir waren doch, wo waren wir denn ein? Wir waren doch über 30 in Rumänien oder in Alicante? In Rumänien waren wir mehr als in Alicante. In Alicante waren es schon 24 oder so und in Rumänien, glaube ich, 28 oder fast 30. Genau. Ach, naja, ist ja auch egal. Ich dachte, wir wären 31 gewesen. Ja, aber was ich ja noch beschissener finde, ist, selbst wenn im Januar gesagt wird, dass im Juli da und da die Physikklasse ist, das ist immer noch keine Garantie, weil das ja auch schon passiert. Du buchst alles und auf einmal heißt es, sorry, Physikklasse doch nicht. Ist auch schon passiert. Ja, das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Das Einzige, was ich erlebt hatte, war in der Saison, wo ich meine Procard gewonnen habe. Da wollte ich ja im ersten Wettkampf in Nordmazedonien starten. Das wäre der erste Versuch gewesen. Und der wurde abgesagt mit den Gründen wegen diesem Ukraine-Krieg. Mhm. Wir dann aber alle im Nachhinein gesagt haben, es wird sich niemand angemeldet haben. Ja. Oder wenig angemeldet haben, dass ich das dann gespielt hätte. So, jetzt ist Portugal abgehakt. Ich weiß natürlich, was auf dem Plan steht, aber die wissen das wahrscheinlich nicht alle. Was ist jetzt los? Ja, bei mir steht jetzt als nächstes die Masters Olympia an. Das ist ja ein Einladungswettkampf. Da hat man sich bewerben müssen, wie bei einer Arnold Classics. Yes. Und da ist mein nächster Start am 26. August. Ja, der ja ein bisschen traurig gerade ist, ne? Ja. Weil? Was ist passiert? Ja, es wäre ja ursprünglich der Plan gewesen, dass Max und Ben mit mir nach Rumänien fahren. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Ich fliege aktuell alleine, weil die Kosten für Rumänien extremst hoch sind. Und also dieser Rumänien-Trip, man muss sich das ja so vorstellen, hätte für uns drei plus Coaching-Pass, also die Unterkünfte, Flüge, Coaching-Pass, Medienpass, das hätte für Rumänien über 7.000 Euro gekostet. Nur damit sie einen Content von mir machen. Super. Kommt ja drauf an, von wo die Flüge sind. Rumänien ist ein bisschen schwierig. Ja. Bei mir ist das echt günstig von mir aus. Relativ günstig. Ja, der Videograf will auch bezahlt werden, ne? Ja, und es ist halt einfach, anscheinend starten halt in Rumänien zu wenig namhafte Athleten, dass sich das rentieren würde, eben diesen Content zu produzieren. Und da ja auch noch andere Wettkämpfe anstehen. Ne? Vor allem die Olympia durch Roman. Ja. Ne? Das wird ja auch schon einkalkuliert von einem Sponsor. Also ich kann das auch aus wirtschaftlichen Gründen total gut verstehen, total. Trotz alledem muss ich sagen, das ist so ein, vielleicht weil ich auch Masters bin oder weil ich das anders empfinde, aber das ist ein Einladungs, ne? Wie viele starten? 22, 23? Und nee, die Klassen sind immer mit 16 besetzt, glaube ich. 16. Also was ich in Erinnerung habe, als die Listen rauskamen, sind immer 16 in der Kategorie drinnen. Ja, da muss man mal überlegen, das ist halt es ist ja theoretisch ein Einladungswettkampf, das heißt, man musste sich ja daraufhin bewerben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weltweit. Genau. Und es wurden halt die Athleten rausgesucht und deshalb finde ich, ist es ein Einladung und somit auch besonderer Wettkampf. Ja, ich kann die wirtschaftlichen Gründe auch verstehen, ne, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen schade, dass es dann halt auch nicht dokumentiert wird, weil es ist ja eigentlich schon ein wichtiger Wettkampf. Ja, vor allen Dingen, Birgit kann sich da auch noch für die Olympia qualifizieren, ne? Und Günter Köhler-Spitzbart hat sich auch irgendwie da einen Platz geholt. Ich finde es unglaublich, aber ich freue mich richtig für die Uta. Und ich folge vielen Physikathletinnen, wo auch viele gute bei sind. Und
von zwei, dreien weiß ich, dass sie sich auch beworben haben, wo ich dachte, ja, safe, irgendwie, die sind schon so lange im Game, werden die eingeladen? Nee, sind sie nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber es sind schon wieder zwei deutsche Frauen vertreten. So, und dann finde ich schon ein bisschen traurig, vor allem, wenn sich Birgit die Quali holt. Ja. Kennst du die Moderatorin von Alicante, also die, nicht die Moderatorin, sondern die hinten für die Athleten, die das immer organisiert, die ja. mit diesen großen Brillen, ja. die hat ja. aufgeworben für die Masters und die hat eine Absage gekriegt. Ja. Oh, krass. Jetzt ist das Problem, Rumänien und so, also ich finde es sowieso schwierig, alleine auf dem Wettkampf zu fahren. Wenn er jetzt um die Ecke ist, irgendwie okay. Ich habe auch, haben wir gestern auch drüber, ne, Birgit gesprochen, oder vorgestern, zu fliegen und so ist alles kein Problem. Aber ich finde das schon übel mit Registrierung und so. Man schafft das alles ja. alleine, sowieso, wenn man eine gestandene Single-Frau, Mutter, was weiß ich, im Leben steht, alles kein Thema. Aber das ist auch schon Stress, ne? Man steht halt immer unter Strom. Sonst, wenn du jemanden dabei hast, dann liegst du halt hinten im Backstage und verlässt dich auf den Coach, der kommt und sagt, komm, du musst jetzt das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und ansonsten, du musst immer mit einem offenen Auge und offenen Ohr da liegen, damit du mitkriegst, was gerade passiert oder wann du dran bist. Also du kannst eigentlich nie so loslassen. Ja, deshalb war ich ja auch so froh, dass weil ich bin ja auch letztes Jahr im Herbst in Alicante gestartet und Max kam erst einen Tag später. Und die liebe Angie war ja zum Glück schon da. Und war die selber ihr Profidebüt hatte. Ja, aber das war echt gut. Also da, wenn ich da alleine gewesen wäre, mein Freund war auch nicht dabei. Ich bin auch sehr nervös vor der Bühne. Ne? Das wäre echt alleine. Bäh. Birgit hat mir das erzählt und ich stand echt unter Schock und innerhalb von 5 Minuten dachte ich mir so, ey, drauf geschissen, flieg du einfach mit Birgit dahin. Das Problem ist, dass es für mich schwierig ist, schon mittwochs zu fliegen und donnerstags und freitags wäre ich einfach 12 Stunden unterwegs. So, jetzt habe ich gestern dem guten Dennis schöne Grüße, auch wenn ich weiß, dass er das gerade nicht hören wird wahrscheinlich. habe ich gestern eine Sprachmemo geschickt. Ich denke mal, dass er, dass Dennis vielleicht am Wochenende keine Geschäftssachen macht. Ich gucke alle 5 Minuten auf mein Handy, ob er geantwortet hat. Denn die Idee ist, dass ich mitfliege, dass ich einfach diesen Part übernehme, dass du da ganz entspannt bist. Ja. Ich habe keine Antwort bekommen. Aber, ha? Der antwortet dir sicher noch. Ansonsten musst du Timo schreiben. Der ist mit Dennis ganz anders in Kontakt. Ich habe heute mit Max geschrieben. Oh Gott. Ja, ich rufe ihn an. Warte mal. Kannst du da irgendwas lesen, Birgit? Nee. Flug ist. Du hast einen Flug? Ich habe gestern Abend Flug gebucht. Yeah. Ist mir scheißegal, ob Dennis ja sagt oder nein. Ich flieg mit. Ich komme auch schon Mittwoch. Ich komme Mittwochabend, bleib mit dir bis Montag. Wir wuppen das alles. Ich habe mit Max gesprochen. Okay. Also, oh, schlägt mein Herz. Mein Herz schlägt. Meins auch. Ich wusste schon vorher. Letty wusste schon vorher. Es fiel mir sehr schwer, es dir nicht zu sagen, aber ich habe gestern Abend entschieden, ey, scheiß was drauf. Scheiß auf diesen einen Tag Praxis. Egal, lass mir irgendwas einfallen. Also. Boah, ich krieg Gänsehaut, schau dir das an. Gut. Ich hoffe, du nimmst Oropax mit. Ich weiß, du hast 2 Schlafzimmer, du hast keine Ahnung, wie laut ich schnarche. Meine Polypen sind voll on point. Scheiß Wurscht. Ich sag das nur schon mal. Sag nicht hinterher, dass ich das gewusst. Du weißt noch, wie laut ich schnarche. Scheißegal, wahrscheinlich werde ich lauter schnarchen wie du. Kann sein. So, jetzt schwitze ich und ich freue mich. Auch. Alter. Ich mache quasi meinen Jahresurlaub in Rumänien. Siehst du mal. Mann, das ist wieder so. Aber ich bin dafür, dass wir uns einen Leihwagen nehmen. Habe ich gestern auch schon geguckt. 7 Tage, 100 Euro für einen kleinen Fiat 500. Bevor du mir da kommst mit Uber hin und her fahren. Nee. Lass uns mal so ein... Wir gucken, wann wir ankommen. Dann kann der eine den anderen abholen. Müssen wir nur gucken wegen dem Coachpass. Musst du gucken. Das kriegen wir schon irgendwie. So. Wie viel kostet dein Coachpass, wenn ich fragen darf? Ich will es gar nicht hören.
500 Euro, glaube ich. Also vermuten wir. Nein. Nein. Aber ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das Medienpass und Coachpass gleich, ich glaube, das war beides zusammen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie, ich habe immer nur gehört, manchmal, also das ist echt unterschiedlich von Wettkampf zu Wettkampf. Ich weiß nur, was Tobias Hane damals gesagt hat, was er für seine Frau gezahlt hat bei einem Amateurwettkampf. In Schweden, glaube ich, war das. Ja. 500 Euro oder so. Boah, also ich sag mal, ich finde es aber ein bisschen frech gerade, das muss ich mal ganz kurz sagen, weil es ist ein Einladungswettkampf, das wird als Olympia beworben, ja. Und da verstehe ich nicht, warum man Geld dafür bezahlen muss, wenn es ein Einladungswettkampf ist, um seinen Coach mit reinzunehmen. Weil eigentlich sollten die doch froh sein, dass die Athleten kommen, die kommen, oder? Ja, aber irgendwie müssen die auf ihre Gelder kommen, ne? Über die ja, aber trotzdem, kriegen sie es nicht, das Geld. Krass. Egal, wir machen das schon irgendwie. Lassen uns überraschen. Ich gehe auf die Straße, die Straße und singe. Ja. Lass mir was einfallen. Vielleicht geht vorher durch die Stadt und ich stelle mich hin und pose und du gehst mit dem Hut durch. Kann auch schnell einen OnlyFan-Kanal aufmachen für eine Woche, dann mache ich das Ding wieder zu. Und verkauf da deine Fotos, Birgit, weil du bist in Shape, ich nicht. So. Okay. Ach, das freut mich. Ja, das weiß ich. Aber diese 500 Euro haben mir gerade so eine hormonelle Hitzewallung gegeben, dass ich dachte, ich komme hier direkt in die Wechseljahre. Ich glaube aber 500 Euro sind nur diese Two Bros Pro. Also von denen habe ich das echt oft gehört. Aber von Rumänien, wie viel hat denn der bei dem letzten Wettkampf gekostet, wo ihr gestartet seid? Der Coach passt. Ich weiß gar nicht mehr, weil wir waren da einige und ich musste mich da gar nicht drum kümmern irgendwie. Ach so. Okay. Und Birgit war da ja noch nicht, du warst ja noch nicht bei Big So, bei Max, ne? Nee, hä? Nee, warst du noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, weil es lief ja alles über Big So. Wer hat denn da überhaupt gefilmt? War Ben da mit? Gerade voll Brett vorm Kopf. Muss ja, Timo war nicht mit. Egal. Ich habe euch gefilmt. Letztes Jahr war Ben dabei in Alicante und in Rumänien. Okay, habe ich voll ausgeblendet. Sie mich jetzt totschlagen können und foltern können. Foltern. Ich habe schon Albträume. Übrigens, muss ich mal gerade erwähnen. Wieso? Traue mich gar nicht mehr zu schlafen. Ich bin wirklich gespannt auf nächstes Wochenende, die Figurmädels, weil Nadine richtig, richtig gute Chancen hat. Mhm. Die einzige, die Nadine gefährlich werden könnte, ist die Rejoice. Und die Rejoice war ja in Alicante hinter der Nadine, in Portugal vor der Nadine. Und die Rejoice ist nur gut, hat eine außergewöhnliche Linie, wirklich eine außergewöhnlich schöne Linie, aber sie kommt halt nie in Form richtig. Mhm. Mhm. Und wenn ich bin auch mal gespannt. Genau, wenn sie richtig in Form kommt, könnte es spannend werden. Ich weiß aber auch, dass da eine Start... Wirklich, ich drücke dir die Daumen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass da noch eine startet, die ist in der Alicante, Angie, du weißt, welche ich meine. Die hat an dem Tag die Pro-Card gewonnen. Und die ist Engländerin. Ich kann mir keine Namen merken. Ich weiß auch nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Lot Screen oder so heißt sie auf Instagram. Und die hat bei Lot Screen? Wie? Lot Screen, irgendwie sowas. Ich folge ihr, keine Ahnung. Auf Lord jeden Fall. Lot Screen, ja, passt ja zu England. Wie so eine Game of Thrones. Aber die ist auch brutal. Also die ist auch gut. Brutaler. Nadine ist brutaler. Safe, hallo? Nein, aber wie gesagt, Nadine hat eine richtig gute Form. Die ist trocken, hart, Linie ist super, hübsch. Muskulatur ist super hübsch, ja. Ich muss noch mal kurz was fragen. Die Joyce, ich kann mir überhaupt keine Namen merken. Es ist eine gut, dass ich jeden Morgen muss ich erstmal gucken, wie ich heiße. Joyce, das ist aber nicht die, die den zweiten gemacht hat. Doch. Jetzt in, ja? Doch. Okay. Das war die, die. Okay. Ja, die war in Alicante, glaube ich, sogar am zweiten Call, ja, auf jeden Fall weiterhin als Nadine und dann Portugal auf dem zweiten. Okay, ja, dann weiß ich.
Und aber Katja Nowak ist auch gut in Form, ne? Habe ich nicht gesehen, wie sie jetzt ausschaut. Weiß ich auch nicht. Ich habe sie heute gesehen, irgendwann habe ich gesehen, Prep in XXX Weeks. Die macht ja auch immer, also erstmal total legitim. Wer damit nicht so an die Öffentlichkeit gehen will, ist ja alles okay, muss ja jeder für sich entscheiden. Zwischendurch ist sie, habe ich gar nichts von ihr gesehen. Da dachte ich, oh Gott, ist sie jetzt gar nicht mehr in Prep? Dann fängt man ja auch immer an zu spekulieren, weil ich weiß, Katja war auch befreundet mit der Svenja. Und aber der Vorteil von Nadine und von Hanna ist, die haben sich schon gezeigt. Ja, ja. Die schon ja. Mehrmals und ich weiß auch, dass die Katja, also ich bin ja mit ihr gestartet auf The Dennis James, da hat sie sich ja die Pro-Card geholt. Vor mir leider. Nein, aber die hat, also nicht vor mir, weil ich mich das ärgert, sondern weil wir sozusagen auf demselben Wettkampf standen, deshalb. Und ich sozusagen dann ein Platz hinter ihr war. Also jetzt hier nicht falsch verstehen, Leute, ne? Kein Hate hier. Nur ich weiß halt, dass sie auch ein bisschen das Problem hatte mit der hängenden Haut. So wie du auch vorhin gesagt hast, Birgit, ne? Das ist halt das. Katja ist auch schon älter. Ja, ich glaube, sie ist auch Masterathletin tatsächlich, ja. Also, ich bin mir aber nicht sicher. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht. Katja hat natürlich eine sehr außergewöhnliche Linie durch ihre pompös monströsen Schultern, ne? Die sind ja. Alter, ich habe sie hinter der Bühne gesehen. Ich dachte so, tschüss, Alter, was sind das für wirklich? Schultern? Ja. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an die, ach, ja, keine Ahnung, wie gesagt, Namen, die jetzt gewonnen hat in der Figur. Mhm. Wo, in Portugal? Ja. Ja, aber da muss man auch dazu sagen, die hatte so eine Hüfte, so eine Taille, also da muss ich sagen, ist dann auch, also da, ich glaube, so eine schmale Hüfte hat Katja nicht, tatsächlich. Aber weil wir schon bei der Figurklasse sind, es war ja jetzt die Temper Pro und da ist ja die Lena geschlagen. Ja, genau. Meine Lena. Liebe Lena! Und Lena ist ja traditionelle Dritte geworden. Ja. Und ich habe mir die Bilder angeschaut und ich hätte sie sogar auf 1 gesehen. Also formtechnisch, sie war die härteste. Fand ich auch. Das einzige kleine Problem, wo ich bei Lena gesehen habe, was ich so empfunden habe, war, sie hatte ein ähnliches Problem wie Nadine. Und zwar bei ihrer Frontpose hatte sie die Arme zu weit offen, dadurch wären die Schultern flach. Und wenn sie ein bisschen näher am Körper genommen hätte, wären die Schultern noch runtergekommen. Und ich glaube, dann wäre sie noch weiter vorne gelandet. Aber für mich wäre sie, hätte sie das Ding gewinnen müssen eigentlich. Ja. Also ja. Lena war ja schon immer, also jetzt so eine außergewöhnlich gute Linie, ne? Und wie gesagt, diese Beine, ich dachte so, was sind das für abartige Beine, ne? Also ich fand allgemein, dass das Tempa, also in der Figurklasse vor allem, die hatten so ausladende Beine. Also das wollen die richtig sehen, so richtig dicke Oschis. Ja. Ich fand das auch mit den Schultern und ich dachte auch, hä, die hätte auch nicht viel mehr Schultern. Jetzt weiß ich aber auch nicht, weil ich habe nur Bilder gesehen, keine Videos. Und die Bilder weißt du ja auch nie. Ist sie jetzt in einer Endposition? In der Pose, genau, oder noch nicht. Oder noch nicht, so, ne? Da dachte ich mir nämlich auch, auf dem Bild wirkte sie als, sie hat definitiv mehr Schultern und auf dem, aber man weiß ja nie, wann die abgedrückt haben, ob die jetzt wirklich schon in der Endpose war oder nicht. Das ist immer schwierig. Weiß noch jemand, wo sie als nächstes startet? Weil sie hat ja gesagt. In Texas. Ah, okay. Also nicht auf der Texas Pro, glaube ich, oder? Also sie macht 3 Wettkämpfe in Amerika. Mhm. Jetzt hat sie diesen gemacht und sie meinte irgendwie, sie fliegt jetzt nochmal nach Texas. Und da gibt es ja einmal die Texas Pro und vorher ist noch einer. Ich glaube, der ist nächste Woche. Und da macht sie auch mit. Das heißt, sie alle qualifizieren für Olympia. Genau. Ja. Das wäre ja ein Schmarrn, wenn sie einen Wettkampf starten würde, wo sie sich nicht für die Olympia qualifizieren könnte. Ja, also ich glaube, jetzt hat sie den dritten gemacht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie da echt gute Chancen hat, sich da zu qualifizieren. Ich würde sie auf jeden Fall vom Herzen wünschen. Genauso wie der lieben Nadine natürlich. Ne? Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, ich auch. Für Nadine wird es auch mal Zeit, dass sie sich mal hier in unser Wohnzimmer gesellt, oder? Ja. Letty? Ach so, du fragst mich.
Ja, natürlich. Ja, Nadine. Nadine, ich frage jetzt Nadine. Nadine, es wird ja auch mal für dich Zeit, sich hier in unsere Runde zu setzen. Genau, falls du das hörst. So. So, wir haben aber auch eine aufreibende Frage bekommen. Die Ja, müssen wir ganz auf jeden viele. Fall noch, aber diese eine, die du hier am Anfang angeteasert hast, die müssen wir auf jeden Fall noch beantworten. Wir Also, das müssen war ja alle schon, beantworten. Wir haben als so du mir viele das geschickt Fragen. hast, da dachte ich mir so, Ich weiß gar nicht welche. ich meine Also, die Klitorisfrage. ja, eins nach dem anderen. Wir müssen halt mal hier ein bisschen Spannung aufbauen. Meinst du? Ja, wenn ich jetzt die Frage, dann ist jeder safe raus. Wir machen das psychologisch wie alle. Die kommt zum Schluss, wisst ihr Bescheid. Ihr Genau. müsst zumindest vorspulen bis zum Ende. Und noch dreimal Werbepause mitbekommen. Apropos Werbung, warum habe ich eigentlich noch keine Werbung gemacht? Haben es schon wieder verkackt. Wir haben schon wieder verkackt. Genau. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, der nämlich auch Geld kostet, damit das alles überhaupt möglich ist, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel bei Bixum bestellt mit dem Code ANGI10 heute, aber nur heute ausnahmsweise, dürft ihr natürlich auch über die liebe Birgit bestellen mit dem Code, der da wäre. Xi10. Ich wiederhole das nochmal. Der erste Buchstabe kam nämlich nicht an. Bixi10. Das kann man sich ganz einfach merken. Wie das Scheißhaus nur mit B. Bixi. Stimmt, Ach, das ist eine gute Dixi. Idee. Und das hat jetzt aber wieder gedauert bei mir, ne? Aber bei den Leuten, sobald ich das sage, kann sich jeder Bixi merken. Ja, jetzt kann ich mir das auch merken, aber ich muss ja nicht Ja. bestellen mit deinem Code. Oh, so, Problem ist immer letzte. nur, wenn man dann von der Bixi spricht, denkt jeder an den Scheißhaus. Ja, super. Warte mal, sie hieß, warte mal, Dixi. Ah, das war Bixi. So, und wer Bock auf richtig coole Klamotten hat, ich freue mich Genau, auch kann sehr. gerne. Ja, kann gerne mit dem Code Litti, Letti, so, bei Race einkaufen. Wir haben jetzt den, Sp also wirklich mein Lieblingssport, da habe ich mich richtig gefreut, in Weiß. Also das ist echt, das hat mich richtig gefreut. Jetzt habe ich endlich meine Auswahl, weißt du? Immer so ein bisschen blöd, wenn man immer nur eine Farbe Halt's doch einfach in die Kamera, Bixi. Der ist noch nicht angekommen. Nee, Was? dich meinte ich gar nicht. Ich meinte Birgit. Ich? Ja, aber das ist der Weiß. Member. Ja. Ich bin leider noch kein Member. Ich bin gespannt. Ja, Member kriegt ja jeder. Na? Damit habe ich heute neu trainiert. Ist ein bisschen nass. Wow. Ja, meins auch. Meins habe ich gerade. Wo habe ich das denn hingeschmissen? Aber das ist ein schwarz-rotes. Ich finde, L ist mir inzwischen auch schon zu klein. Meinen Namen habe ich es auch in Schwarz-Rot, aber ich habe mir neulich bei meiner Monatsbestellung noch so eins dazu. Ja. Ja, die sind auch wirklich cool. Geil. Ist So, einfach ich. geil. Und in Oversized kann man es einfach auch geil als Kleid tragen. Ja. Ja. Warum ruft mich jetzt meine Tochter an? Die weiß, dass ich jetzt ein Birgit raucht die ganze Zeit. Ich habe eine Ich bin schon Frage dazu. neidisch. Ich habe mir keine Pfeife dazu geholt. Ach. Oh Irgendjemand hat Mann, gefragt, raucht oder trinkt ihr ab und zu? also ich bin ja. ja absoluter Nichtraucher. Sieht man. Voll Ist nur klar. in der Diät. Das habe ich nur in der Diät. Und sobald die Diät rum ist, habe ich null Verlangen mehr nach dem Scheiß. Aber ist das wegen süßem Geschmack oder so oder warum? Oder. Weil nimmt den Hunger durch das Nikotin, was drin ist, nimmt mir das den Hunger. Ich würde da nie wieder aufhören. Wenn ich damit jetzt anfangen würde, könnte ich niemals nach der Prep damit wieder aufhören. Doch, voll. Es war letztes Jahr schon so, sobald es weg ist, habe ich auch null Verlangen mehr nach dem. Aber hast du auch mal normal geraucht? Nein, nie. Verrückt. Ja. Also, ich bin ehemalige Raucherin und seit 12 oder 13 Jahren nicht mehr. Ich würde einmal an dem Ding ziehen, ciao, Kakao, es wäre sofort vorbei. Mir sagen ja auch mal so viele, ja, Angie, kannst nicht rauchen. Ey, du musst mal ein bisschen entspannen, du musst dir mal richtig einen durchziehen abends. Nee, wenn ich das tue, würde sofort wieder rauchen, glaube ich. Hab so Angst davor, ich will gar nichts in meine Lunge inhalieren. Ich habe mich auch total geschämt dafür, die letzten Jahre, dass ich geraucht habe. Habe ich gestern noch irgendjemandem erzählt, als ich aufgehört habe zu rauchen, das war so schlimm, ich habe mich so geschämt, als
taffe, selbstbewusste Frau, dass ich, das muss man sich jetzt mal vorstellen, ich oute mich, mit meinem Handy in die Tankstelle gegangen bin und gesagt habe, was willst du noch für Zigaretten haben? Was rauchst du noch? Gauloises Blau oder Rot? Ja, bringe ich dir mit. Okay, eine Schachtel Gauloises Blau, bitte. So war ich. Unglaublich. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich mir nach ein paar Monaten gesagt, was mache ich hier eigentlich, ehrlich? So, ich verstehe gar nicht, warum dir das peinlich ist. Ja, ich weiß es doch auch nicht, warum mir das so unangenehm war, weil ich mache mich ja vor gar nichts bange oder so. Ist mir doch egal. Ich habe mich so geschämt dafür, vor mir selbst, dass ich tausendmal versucht habe aufzuhören und es nicht geschafft habe. Da habe ich richtig drunter gelitten. Komisch. Ja, also ich rauche ja. Habe ja schon mal hier zugegeben in einem Podcast. Ich rauche ja auch nochmal Zigaretten. Ui! Das ist mein Lästwanzen. Die maunzt mich schon die ganze Zeit an, weil sie auf meinen Schoß will. Aber das musste jetzt ein bisschen ohne mich aushalten. Ein bisschen. Ach, Tiere sind erlaubt. Kannst du auch auf dem Schoß behalten. Ich sitze bloß auf so einem komischen Drehstuhl, da hat sie keinen Platz. Ach so. Ja, nee, ja. Aber was sagen wollte, ich rauche, ja, ist jetzt nicht so toll für den Sport, das weiß ich auch. Ich habe meiner Prep angefangen zu rauchen und konnte danach nicht mehr so wirklich aufhören, leider. Ich habe nämlich genau das, was Angie sagt. Ich bin einfach so ein Suchtmensch, wenn ich einmal mit irgendwas anfange, dann, ne, keine Ahnung. Ich weiß aber auch, dass es schlecht ist. Ich muss sagen, momentan merke ich es noch nicht im Training. Aber ja, natürlich muss man sich nicht anlügen. Es geht natürlich auf die Lunge und ne, ich meine, klar, alles geht auf die Lunge, auf die E-Zigaretten, aber wenn Birgit jetzt sagt, ich lasse der Prep, schmeiße die Dinger in die Mülltonne, dann ist das halt die eine Sache. Ich weiß, ich muss mich auch mal dran machen, aufzuhören. Ist nur manchmal leichter gesagt als getan. Ja. Ist ja sowieso jeder ein Laster, ne? Also. Ja. Ich habe damals aber, als ich aus dem Rennradsport kam und dachte mir, wow, jetzt, also als ich noch Rennrad gefahren bin und safe, ich habe gar keinen Unterschied gemerkt. Gar nicht. Also ich konnte besser schmecken und riechen, ja, das habe ich gemerkt. Aber von meiner Leistung her, gerade weil es ja auch ein Ausdauersport war, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Ich schwöre, gar keinen Unterschied. Hm. Ja, zum Trinken, weil da war ja auch immer die Frage, ob wir trinken. Also ich finde halt, warum sollte man als Bodybuilder nicht trinken? Es geht ja hier nicht um Saufexzesse, also sowas habe ich vorher auch noch nie gemacht. Ne, es geht, also ich trinke ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, bei meiner Mama auf dem Geburtstag bin oder sonst wo, dann stoßen wir auch mal mit einem Sekt an, wenn ich in der Offseason bin. Ich sage Offseason, weil in der Prep mache ich sowas nicht, aber in der Offseason finde ich, wenn man ab und an mal trinkt und sich nicht komplett besäuft oder sonst was macht, dann finde ich das gar nicht schlimm. Seht ihr das genauso oder seid ihr da ganz anders? Also wenn ihr das Video gesehen habt von Portugal, wisst ihr ja alle, dass wir uns nach dem Wettkampf, Max, Ben, Nadine und ich, wir, da haben wir es uns ganz schön gegeben mit Aperol. Der gar nicht auf Aperol, aber ich habe es mir ganz... Aperol. Ja, nee, also sowieso nichts, was bitter ist. Ich habe einfach das Problem, also ich habe ein grundsätzliches Problem mit Bitterstoffen, egal ob Bitter Lemon, ob Grapefruit, ob Bier, es ist alles ekelig für mich. Kaffee trinke ich ja auch nicht. Nicht, weil es ungesund ist. Ich krieg's einfach nicht runter. Schon. Endlich, da war er. Ich krieg's einfach nicht runter. Und ich hätte schon mal wieder Lust. Ja, was ja, hättest du auf meine Hochzeit kommen können. Rumänien kommt. Oder Rumänien. Genau. Und dann gehen da wir bin schön, ich nämlich dabei. Ich dann, dann gehen wir schön live. Auf jeden Fall. Oh, bitte. Bitte macht das. Ich sauf von zu Hause mit. Nein. Aber ich finde es auch manchmal ganz lustig. Und ganz ehrlich, man darf auch nicht immer alles viel zu engstirnig sehen. Ja? Wenn man schlau ist und man weiß, man will mal ein bisschen mehr trinken, dann machst du halt am nächsten Tag einen Rest-Day und planst dir den richtig ein. Dann na, aber es geht auch darum, ihr müsst doch immer gucken, wann. Im Aufbau kannst du das machen, aber jetzt in der Prep würde ich das halt auch nicht machen. Ja, logisch. Ne? Also nach dem Wettkampf ist das ja auch was anderes. Ich weiß nicht, ich habe noch nie viel Alkohol getrunken, deswegen hat mir das nie was ausgemacht, nicht zu trinken, weil ich grundsätzlich keine Rauschzustände mag. Keine Ahnung. Also wenn ich die Kontrolle verliere, gar nichts für mich.
So, aber mal so ein Gläschen. Ich habe ja eigentlich gesagt, wir nehmen eine Folge mit dem Quadrumatz auf, mit dem GN-Athleten, mit dem ich heute Beine trainiert habe. Dass ich überhaupt noch laufen kann, ist überhaupt ein Wunder. Es war ein richtig auch richtig Quark, Banane. Vor allem ist bei mir das immer so, ich habe ja heute Morgen schon eine Stunde Cardio gemacht, dann bin ich mittags ins Beintraining gefahren und habe nach dem Beintraining wieder meine Stunde Cardio gemacht. Oder das hat sich angefühlt, wie wenn man ohnehin schon totes Fleisch nochmal reinklopft. Aber Max hat doch gesagt, du hast doch noch ein paar Carbs in deinen Zero Carbs. Ja, im Intra-Workout. Flüssig. Ja, das ist eh das Geil. Ich habe mir heute beim Cardio das Video angeschaut, das neue, wo Max, Ben und Alex sich unterhalten und wegen diesem, ob Pixel mit Vaio fusioniert. Und da haben sie auch rückblickend auf die Wettkämpfe nochmal geschaut und haben ein paar Bilder von mir eingeblendet. Und Max meinte so, ich tue ihm ja sehr leid, weil ich echt wenig zum Essen habe und ich ganz low carb unterwegs bin. Also ich habe fast keine Carbs mehr. Und dann denke ich mir so, überlege ich so, wie jetzt? Ich habe ja gar keine Carbs mehr in meinem Essen, null. Und dann überlege ich, wo habe ich denn Carbs drin? In meinem Intra-Workout. Das sind die einzigen Carbs, die ich habe. Ich habe sonst null Carbs. Komm, also du hast gerade... Ich wollte gerade nur sagen, zu Max Diätstrategie, also ich bin ja die erste Diät jetzt mit Max, also die andere haben wir sozusagen nur beendet zusammen und dann die Wettkämpfe gemacht. Hey, und dieser Minicut, ne? Also jetzt habe ich jetzt an Restless 60 Minuten Cardio. Ich dachte, das wird so ein ganzer Sprinter Minicut. An Trainingstagen 45 Minuten Cardio. Essen auch voll weit runter. Ich dachte so, okay, alles klar. Viel Spaß. Kannst du schon mal lustig einstimmen. Ich frage mich auch, ich habe jetzt 3 Kilo runter. Tatsächlich habe ich heute auf die Waage gestellt. Und ich merke es irgendwie gar nicht. Doch so ein bisschen an ein, zwei Hosen, wo man oben so mit dem Band zumacht, so Joggers. Wo ich denke, da kann ich ja wieder richtig eine Schleife machen, aber ansonsten merke ich das gar nicht. Komme echt gut klar mit den Kalorien und ich habe so eine leise Ahnung, dass der mich echt auf diesen Kalorien lässt, bis Richtung Winter, dass ich vielleicht ab und zu mal, heute werde ich auch was anderes essen, habe ich Max schon gesagt, das ist meine schlimmste Befürchtung, dass der mich einfach jetzt auf diesen Low-Kalorien lässt. Bestimmt nicht. Nein. Aber wie gesagt, das ist halt, muss man außerdem, dann halt mal durch in gewissen Phasen. Außerdem, Birgit, hast du gerade eine Möhre gegessen. Psst. Vor Bier. Die war nicht im Plan. Die war nicht im Plan. Oh. Birgit, bist du so ein richtiger Monk oder bist du dann auch mal so, ach komm, dann schneide ich mal halt eine halbe Gurke rein. Also eigentlich bin ich schon ein richtiger Monk. Schon strikt an das. Aber ich habe einfach im Moment wirklich Phasen. Ich habe wirklich extrem Hunger. Und bevor ich aber dann irgendeinen Scheiß esse, dann esse ich halt mal ein Stück Gurke oder eine Karotte oder irgendwas, dass ich irgendwas zum Beißen habe. Das tut mir weniger weh, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mir was reinhaue. Ne? Ich habe das Max auch mal gesagt, zum Ende der Prep irgendwie, wenn ich dann nachts nicht schlafen konnte vor Hunger, ich habe immer eine Möhre neben dem Bett liegen und auf dem Unterteller Zucker. Und wenn es dann ganz hart auf hart kam, dann habe ich mir mal wieder 1000 Rezepte angeguckt und dann tunke ich immer diese Möhre wirklich im absoluten Halbschlaf und futter so eine halbe Möhre und denk so, dass ich so ein Muffin oder irgendwas gerade esse und dann schlafe ich auch wieder ein. Ich habe immer die Möhre auf meinem Nachttisch. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Also, dass ich in der Nacht aufstehe und Hunger kriege, das habe ich auch noch nicht gehabt. Ich habe auch schon Gurken da liegen gehabt. Dann kam eine Bekannte von mir, die hier geputzt hat. Ich habe eine Freundin, die ab und zu vor allem in der Prep sagt, komm, easy, ich putze bei dir. Und dann lagen da meine Gurke und meine Möhre auf dem Nachttisch. Und sie guckte mich ganz verwirrt an. Was ist da los? Was ist da los? So, nein, nicht, was du denkst. Die Schokolade. Die vegane Goodie Schokolade. Genau. vegane Liebesspiele nachts mit Gurke. Oh. Ich habe einen Food-Fetisch, genau. Nein, Leute, habe ich nicht. Ich brauche keine Kommentare und ich brauche keine Männer, die sagen, ja, ich habe auch einen Food-Fetisch. Let's go.
Bitte nicht, bitte nicht. Jetzt sind wir ja schon beim Thema Bett. Jetzt finde ich, wir könnten auch mal die Frage beantworten. Ja, ich kann da gar nicht so viel antworten, aber ich habe da alle Ich möglichen Ideen fand zu. die Frage auch lustig, weil ich sagen musste, ist das schon davon ausgegangen, dass es so ist. Also als ob wir da jetzt auf jeden Fall schon safe Erfahrungen mitgemacht haben. Genau, hau raus, Weißt du, Letti. was ich meine? Nee, also wie gesagt, es ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich weiß. Wir machen jetzt eine Biologiestunde, Klasse 13. Klasse 13, ich war nur bis Klasse 12 da. Ja, dann holst du jetzt deinen Abschluss nach. Na, dann fangt mal an. Du musst erstmal die Frage stellen. Moment, jetzt muss ich mein Handy erstmal wieder aufklappen. Macht vergrößerte Klit mehr Spaß im Bett? Kann die wirklich so groß werden? Das müsste doch eigentlich ein Mann beantworten, oder? Weil, woher sollen wir das? Also, wenn jetzt wirklich da jemand wäre mit einer vergrößerten Klitoris, könnte die Frau das beantworten? Weiß Oder? ich nicht. Also die Frage ist, was macht den Mann daran mehr Spaß? Bemerkt das der Mann überhaupt? Oder vor allem, es ist ja auch hier die Frage, kann die wirklich so groß werden? Ne? Wir haben ja alle schon gelernt, durch Steroidmissbrauch kann die groß werden. Die Frage ist, ab wann oder wie groß wird die dann? Ich bin ehrlich, ich habe mich darüber jetzt noch nie so krass belesen. Ich weiß nicht, ob ihr da Ja, dann mehr gehst du wisst. einfach mal auf Pornhub oder gehst auf X-Hamster und gibst mal Soll ich das jetzt machen? Bodybuilding Woman. Na, das können wir ja nicht rein. Also, es geht Denke ja nicht. mal. Für 18, das geht nicht. Wir haben ja hier kein FSK. Da könnt ihr euch das mal angucken. Da darf ruhig jeder mal drauf gucken. Das ist Ach, warte, schon. was gibt's? Aber Was? es heißt ja auch nicht Ja. zwingend, dass wenn die eine Frau Steroide nimmt, dass die Klitoris halt dann auch so viel sich verändert. Das ist ja auch wieder genetische Sache, ne? Bei der einen wird sie größer, bei der anderen nicht. Dann ist es wieder so, bei der anderen gibt es nur Momente, wo sie halt mehr anschwillt und sich dann wieder, ne, und dann Genau. wieder zurückgeht. Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Natürlich wird es Extremfälle geben, wo das Ja. total ausschaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendein Extrem gesehen. Also ich habe es mir aus reinem Interesse, ich bin ja so, keine Ahnung, von Natur aus extrem neugierig, gucke mir alles an und als ich mit dem Sport angefangen habe, auch sehr schlau. Ich bin aus dem Radsport ausgetreten, weil ich mir so dachte, ey, ich habe gar keinen Bock auf diese ganze Dopingkacke. Und wohin wechselt man dann zum Bodybuilding? Das ist natürlich auch die völlig logische Schlussfolgerung vom Regen, die Traufe. Aber ich könnte mir vorstellen, oh Gott, soll ich das jetzt erzählen? Ja, ist mir Du hast scheißegal. angefangen. Was? Du hast schon angefangen, den spuck's aus. Nein. Ich glaube, das ist auch mal geil, die Leute so, ne, ich habe was zu erzählen. Ach nee, ich erzähle es lieber nicht, ey. Kann ich doch nicht Ekelhaft, erzählen. ekelhaft, ne? Also ich könnte mir vorstellen, So. also es gibt ja Frauen, warum geht sie jetzt wieder? Ach so, die geht zum Klo, die hört sowieso wieder alles mit. Ich weiß, ich Nee, weiß. ich wollte mir gerade meine Issues herum, weil ich echt neidisch auf Bürger bin. Also, Frauen sind ja sowieso unterschiedlich gebaut, fängt ja bei Schamlippen an, größer, kleiner. Größer, kleiner. Bei mir geht das eher in die erstere Richtung, in die größere Richtung. Und ich habe mir, als ich den Radsport gemacht habe, das ist tatsächlich ein Problem mancher weiblichen Radfahrerinnen, wenn die inneren, Entschuldigung, wenn die inneren Schamlippen zu groß sind, kann das verdammt wehtun auf so einem Rad. Sitz, wenn man da 200 Kilometer drauf sitzt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es auch überhaupt nicht lustig ist, wenn man eine vergrößerte Klitoris hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe mal mit einer gesprochen, die hat gesagt, die hat tatsächlich schon einen Orgasmus beim Radfahren bekommen. Ist mir nie passiert, auch nicht, wenn ich 300 Kilometer gefahren bin. Ich weiß nicht, also ich kann es wirklich nicht sagen, ob es die Libido vergrößert, es ist ein Schwellkörper. Wir sind jetzt hier nicht im Biounterricht, aber ich finde es sehr faszinierend, weil ich vor kurzem wirklich im Fernsehen mal bei irgendeinem Bericht gesehen habe, wie groß eigentlich so eine Klitoris nach innen ist. Das ist ja unfassbar, wie groß die ist. Ist halt auch die Frage, die Steroide, wächst sie nur nach außen oder wächst sie auch nach innen? Vielleicht geht die Haut ja auch einfach weg und dadurch kommt sie mehr zum Vorschein, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Also ich weiß schon, man sieht das schon, wenn man auf den Wettkämpfen ist und ne, wir werden da alle eingesprüht. Früher war das so, da standen ja Männlein und Weiblein zusammen. So kenne ich das noch vom NAC und so, da gab es gar nicht getrennt Männlein, Weiblein. Ich habe kein Problem mit Nacktheit, aber fand ich schon manchmal, also schon ein bisschen komisch, weil ich nicht jedermanns Schniedel sehen möchte. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass die Frauen das so getrennt machen. Ja, da dachte ich schon mal, manchen Bikini-Mädels, was ist denn da los zwischen den Beinen? Jetzt kannst du da ja auch unmöglich so hingucken, ne? Vielleicht müsste man einfach mal eine Frau fragen. Ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt auch keine Fantasie zu, ob das für die Frau besser ist. Und ganz ehrlich, Aber es gibt Männer, die stehen da drauf, das weiß ich. Weil, das, Entschuldigung, dass ich schon wieder hier cutte, weil, keine Ahnung, ob es euch passiert, du bist sowieso liiert irgendwie, aber so als Solofrau kriegt man immer die lustigsten Anfragen und das ist eine Frage, die mir tatsächlich sehr oft gestellt wird. Also Männer, die mich anschreiben, weil sie auf Klitoris XXL stehen, wie das immer mir so aber. aus. Darum geht man direkt davon aus. Ich finde das so frech, ehrlich. Nee, die sind schon so höflich und fragen, ob das denn so wäre und Ach so, okay. so, dann geht es um Bilderverkauf, um, ich bin immer total fasziniert, ne? Was Menschen, für was die alles Geld zahlen, ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, schlussendlich, ganz ehrlich, wenn ihr auf Bodybuilderin steht, dann steht auf sie wegen den Muskeln oder wie auch immer, aber nicht wegen sowas. Ist ja, muss ja jeder für sich entscheiden. Wenn man darauf steht, steht Ja. er darauf. Muskelfetisch ist nun mal ein anerkannter Fetisch. Das heißt anerkannt. Es gibt ja nichts, wo es kein Fetisch gibt, oder? Das stimmt. Aber ganz ehrlich, wenn ein Mann nur auf deine Muskeln steht, ist auch wieder so oberflächliche Geschichte, ne? Ja gut, das geht Ja, jetzt. natürlich. Da geht es ja nur um die rein sexuelle Basis, um nichts anderes. Ne? Wäre nichts für mich. Ja, für mich auch nicht, aber ich kenne definitiv Athletinnen, gerade aus der Physikklasse, die seit Jahren ihr Geld damit verdienen. Also nicht Ja, klar. in körperlichen, im Sinne von anfassen, aber was weiß ich, Cam, OnlyFans. OnlyFans. Und die sagen, Ja. das ist mir doch egal. Also Wettkämpfe sind teuer. Kenne ich einige, vor allen Dingen aus den Staaten, muss ja jeder selber entscheiden, ne? Ja. Okay, gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, abgeschlossen. Ich würde mal hier direkt zum nächsten Thema kommen. Was ist an euch gemacht? Passt vielleicht. Gestehlt. Ja. Da ist doch Seine ein Pool drin, oder? Tupperware am Start. Das ist das Einzige, was bei mir unecht Echt? ist. Hast du Hupen? Gemachte Hupen, ja? Hey, wusste ich gar nicht. Guck mal, habe ich noch nie Sieht doch drauf gar geachtet. nicht. Ja, definitiv so gut gemacht. Also am besten ist ja gemacht, wenn es auch einer Frau einfach nicht auffällt. So. Habe ich mich das schon mal gefragt irgendwie? Nö. Aber die sind ja auch nicht übertrieben groß oder so. Nee. Sie haben aber auch schon sehr gelitten durch die vielen Diäten, muss ich sagen. Ja, es Ja. ist schön. Ja, ich bräuchte schon mal einen Kundendienst. Also ich habe meine ja tatsächlich nicht machen lassen, auch wenn ich es ein paar Mal überlegt habe. Und jetzt denke ich mir irgendwie so, wofür? Wenn ich in der Offseason bin, ist das die gute Handvoll, die reicht mir. So, ich habe viel zu viel Angst vor dieser OP, auch wenn das eine OP ist, die irgendwie jeden Tag passiert. Ich glaube, wäre ich jetzt so in Lettys Alter, würde ich es wahrscheinlich machen, könnte ich mir vorstellen, aber weiß ich nicht. Also klar, also ich finde jetzt zum Beispiel in der Physikklasse finde ich es gar nicht so schlimm. Die Sarah hatte auch keine gemachten Brüste, ne? Unsere Olympionikin, da kann man sich jetzt auch streiten. Gerade in der Physikklasse hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ob das schön ist, wenn der Körperfettanteil so bei 4% ist und auf einmal hast du vier Brüste oder da Na, sieht aber man. da kommt es ja auch immer drauf an, wie die gemacht sind. Lässt du die unterm Brustmuskel machen, dann Ja, ist, kommt das nicht, ja, ne? ja. Aber Meistens. ich glaube, die meisten scheuen sich auch davor, zu lange aus dem Training raus zu sein und entscheiden sich, da hast du Über- oder Untermuskel? Über, weil ich habe mir das damals 2005 machen lassen, also lange bevor meiner Bodybuilding-Zeit.
Und ich habe damals eben gefragt, was für mich das Beste ist, weil da habe ich noch Eishockey gespielt. Und da fällt man ja doch auch oft mal, du hast zwar einen Brustpanzer an, aber man ist ja doch vielen Stürzen unterlegen, sage ich jetzt mal so, und vielen Checks. Du Und dann habe weißt, ich. dass ich auch Eishockey gespielt habe. Weißt du das überhaupt? Nein, echt? Ja. Ja. Wieder was gemeinsam. Sehr cool. Und dann hat der Arzt eben damals gemeint, über den Brustmuskel. Ja. Ja. Ja, Letty, Ja, was also liegt an ich dir? alles. Botox, nee, Spaß, hat mir einmal meine Lippen ausspritzen lassen. Das war vor einem Jahr. Ich war auch echt zufrieden. Ich hatte richtig Stress mit meinem Schatzi. Der fand das gar nicht gut, weil ich das auch so mehr oder weniger heimlich gemacht habe. Da kam ich so nach Hause mit so fetten Lippen, weil die natürlich auch angeschwollen waren. Das fand er nicht so lustig. Jetzt hat er aber gesagt, oh, du könntest das ja auch mal wieder machen lassen. Das Ach. stand dir voll gut. Ja, Männer halt, ne? Nee, sonst ist nichts gemacht, außer meine Haare noch. Da habe ich Extensions drin. Ja, habe ich auch. Und ja. Yes. Und ja, meine Brüste werde ich mir auf jeden Fall machen lassen. Das habe ich schon vor ein paar Jahren beschlossen. Einfach weil ich schon immer, also auch als ich, bevor ich Bodybuilding gemacht habe, Team Notiz war, wirklich. Also ich hatte noch nie Brüste. Wenn ich mich jetzt mal so seitlich, ich habe wirklich A und in der Prep habe ich minus A, wirklich. Also das ist ganz schlimm. Da würmen die sich gefühlt schon nach innen. Bei mir Und genauso. Das sind das nur Ding ist, noch, sind wirklich dann nur noch Hautläppchen mit ja. traurigen, mit Rosinchen, die nach unten traurig schauen. Ja, wirklich. Also da braucht man auch erstmal einen Partner, der das liebt, ne? Nee, aber es geht halt So auch darum. Tüten sind das, Entschuldigung. Oh Ja, so runterhängende, traurige Tüten. Tüten, genau. Ja, und das Ding ist halt, ich finde es halt irgendwie ein bisschen blöd, weil ich das halt immer wieder auch merke. Ich würde halt auch mal gerne Ausschnitt tragen oder so. Nicht, um irgendwie meine Brüste zeigen zu können, nur einfach, weil ich auch Oberteile mit Ausschnitt schön finde. Und die sehen bei mir immer blöd aus, ne? Und das Ist frustet einen auch schon. die Sache, ne? Du fühlst dich ganz anders. Wirst sehen, wenn du das gemacht hast und du gehst das erste Mal Unterwäsche kaufen, wie geil das Gefühl das ist. Ja, aber Wahrscheinlich. jetzt, ich habe keine BHs, die gut sitzen. Jetzt mal ehrlich, ich habe BHs, ich führe die nie aus, nie. Also jetzt mal voll privat eigentlich, aber das belastet einen schon so ein bisschen als Frau. Und ich finde, das gehört ja auch zu einer Frau dazu. Ja, und das ist ja Deshalb, heute, weil. jede zweite Frau hat gemachte Brüste. Das ist ja eigentlich schon nichts mehr Besonderes. Ja. Also ich habe da ja meine eigene Meinung zu. Also nicht, dass ich hier so bin, alles muss natural sein, nein. Aber ich finde schon traurig, dass gerade jede zweite Frau das Gefühl hat, sie muss ihre Brüste machen lassen. Und dass das halt so normal schon ist. Ich habe da immer noch wahnsinnigen Respekt vor. Und nur. Ja. Also ich so manche Frauen gucke, nein, ich stehe jetzt nicht auf Frauen, aber kleine Brüste können auch sehr ästhetisch sein. Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Nur zum Beispiel jetzt auch mal aufs Bodybuilding übertragen. Ich finde, also ich glaube, in so einer Klasse wie Bikini oder Wellness Schwierig. vor allem ist es schwierig ohne. Ich sehe das jetzt zum Beispiel ganz krass. Also ich weiß nicht, ob Selina das vielleicht hört. Selina Schulz, sie hat sich ja auch ihre Brüste machen lassen, hat sie ja auch in dem Podcast erzählt. Und bei ihr sieht man einen deutlichen Unterschied von der Linie auch alleine schon, ne? Also ich finde, sie sieht jetzt wirklich aus wie eine Naja, Bikini-Athletin, deswegen dieses sage ich ja. vollständige Paket, was auch die Profis auf die Bühne bringen. Ich finde das jetzt in einer, das finde ich eigentlich, finde ich das ja noch trauriger, dass das so ist, aber es ist nun mal so, Punkt. Aber das finde ich zum Beispiel jetzt in der Physik und in der Bodybuilding-Klasse, glaube ich, sind die einzigen Frauenklassen, wo du auch eine Chance hast, nach ganz oben zu kommen ohne Brüste, glaube ich. Ich glaube, Und Figurklasse ist auch noch okay, aber ich habe da mal mit Max drüber gesprochen und der meinte auch, naja. Eigentlich, ich glaube, es würde meine Linie auch noch besser machen, tatsächlich. Also ich habe da, glaube ich, auch schon eine ganz okay Linie, aber mit noch mal mehr obenrum wird das wahrscheinlich auch noch mal besser wirken. Also, Naja, Leute, Olympia, die, wie heißt sie, die Sydney Gillen, die hat auch keine tatsächlich. Ja, naja, das Gute ist halt, was ich auch gemerkt habe in der letzten Prep, wenn du halt keine Brüste hast, kannst du dir sehr kleine Cups anfertigen lassen. Und wenn du dann noch nicht so weit bist, muskulär, dann ist das nochmal ein Vorteil, weil das dann nochmal kompakter aussieht oben, ne? Aber das ist auch der einzige Vorteil daran. Ja, man kann das schon sehr festschnüren und das bisschen, was man hat, so ein bisschen nach oben ziehen, habe ich auch Ja. letztes Mal gelernt. Oder diese kleine Tüte nach vorne ziehen, das geht ja, kann man ja gut mit diesen kleinen Hautlappen machen. Das geht schon. Am Also bei besten noch mir war sechs das, Socken rein. die letzte Prep war so schlimm auch bei mir. Ich war so flach.
Das weiß ich noch. Das war in Alicante, kurz vor der Bühne, war der Formcheck. Ich habe lange auf Max gewartet. Der war irgendwo bei irgendeinem anderen Athleten, Tobi oder ich weiß nicht wo, ist auch völlig egal, ist auch gar nicht schlimm. Mir war es aber wichtig, dass Max jetzt unbedingt nochmal den Formcheck macht. Und ich hatte halt ich hatte noch kein Bikini an. Ich hatte nur die Hose an und der Bikini war so offen, den hat hier noch die Freundin von dir, glaube ich, zugemacht hinten bei mir, Birgit. Ich bin mir nicht ganz sicher, egal. Und dann dachte ich, ja, scheiß jetzt drauf. Scheiß der Hund drauf irgendwie. Ich ziehe mich jetzt hier aus. Da direkt hinter der Bühne waren ja alle Männer, Frauen und ich stand da mit nichts da oben, dass wahrscheinlich manche dachten, Transgender? In welche Klasse startet die denn jetzt? Ja. Und ich dachte auch so, Max muss sich jetzt auch gerade so denken. Okay. Ich will da eigentlich gar nicht hingucken. Mir war das so scheißegal. Was? Ja, und dann habe ich mir die Ich war vor meinem, letztes Jahr auf der Barbie, war ich so aufgeregt, weil ich stand ja wieder anderthalb Jahre nicht auf der Bühne. Und dann war ich mir nicht sicher mit der Farbe und dann habe ich so ein nacktes Bild machen lassen von mir und habe so meine Brust und unten alles weggemacht und zu Max geschickt und jetzt im Nachhinein dachte ich mir auch so, Gott, was habe ich denn da geschickt, was musste ich denn gedacht haben, Alter, so ein nacktes Mädel mit so zwei Punkten oder drei Punkten. Ist egal, ist doch der Coach. Wahrscheinlich, ey. Naja. Ja, ist halt so, ne? Also ich habe keine Brüste gemacht, aber ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube vor drei Tagen habe ich in meiner Story, ich habe so eine Story gemacht, kein Filter drauf gehabt und denk so, oh mein Gott, was ist da oben los an meiner Stirn? Und habe gesagt, ich glaube, ich muss mal wieder zum Botoxen. Ich habe eine Heilpraktikerin, das ist eine Freundin von mir auch, da habe ich mich schon einige Monate nicht sehen lassen. Die macht immer Mesotherapie bei mir. Das heißt, die spritzt so Hyaluronsäure, Vitamine, also so ganz hochwertige Sachen rein. Du bist dann so prall wie so ein Schmierig. Siehst sofort 10 Jahre jünger aus. Nee, ehrlich, Mesotherapie ist mega geil. 1000-mal besser als Botox oder so. Aber das tut schweineweh. So 30, 40 Nadeln. Ich weiß nicht, warum, ich bin im Gesicht so empfindlich. Naja, auf jeden Fall habe ich eine Umfrage gemacht. Leute da draußen, wäre es nicht mal wieder Zeit, dass ich zum Botox gehe? Und 80% der Leute sagten, nee, Angie, bleib mal so. Ich denke so, scheiße, egal. Ich gebe mal ein FICK auf euch, ich gehe trotzdem. Und die Freundin von mir war so gut drauf, die sagte, ach komm, wir machen mal so eine rundum. Mein Hund atmet vor der Tür. Hört sich an, als würde die verrecken. Und dann sagt die, komm, wir machen mal so einen Rundumschlag. Ich so, du, easy. Ich habe morgen ein Seminar, Coaching Day, Posing mit vielen Leuten. Ich muss vor Leuten sprechen. Mach nichts mit meinen Lippen, weil ich habe jahrelang schon nichts mehr meinen Lippen machen lassen. Da sagt sie, ach komm, nur so ein bisschen, so ein klein bisschen Filler, dann gehen hier oben diese kleinen Fältchen weg. Alter, ich sah aus gestern. Ich bin gestern Morgen wach geworden mit so einem Mund, so sah ich aus. So bin ich gestern Morgen wach geworden. Ich denke so, ich muss in 4 Stunden. Ich hatte hier zwei so Falten, genau so. Und wirklich, ich glaube, ich habe so geschlafen. Guck mal, genau so sah ich gestern Morgen aus. Ich so, ich muss mich krank melden. Ich kann nicht zu diesem Coaching-Day gehen. Meine Lippen sind noch blau. Seht ihr das? Da? Ja, so ein bisschen. Da? Ey, die hat Fäden hier gezogen, da gezogen. Die hat mein ganzes Gesicht da hochgezogen. Hat die hier über Hyaluron reingemacht. Hier bin ich voll geschwollen noch. Da? Och, bitte, mein Hund. Das ist immer lustig, bei mir in der Praxis denken die Leute immer, wir haben Wechselschicht und ich hätte irgendwie der Hausmeister oder irgendeiner wird schlafen in der Küche, weil die so laut unterm, weil die immer so laut schnarcht. Whitney. Ja, krass, also Angie ist jetzt gebügelt wieder, würde ich sagen. hast du auch schon mal Botox gemacht, Birgit? Nein, ja. Also ich tatsächlich beim Lippending hat die mir auch was in die Nase gespritzt. Oh, hallo! Okay. Also meine Daisy schläft gerade noch. Die ist alle. Ach, geil. Ja, also Birgit, wenn wir uns das nächste Mal sehen, müssen wir mal eine Runde Skischern gehen, ne? Skischern. Auf jeden Fall, ich bin dabei. So, nächste Frage. Also sonst ist nichts an mir. Ja, hier Extensions, ich lasse meine Nägel machen. Komm, Angie, du bist komplett gemacht, ey. Mrs. Nature. Ja, Hauptsache ich bin auf Koks und auf, wie du und auf Medikamente wie Maren, ne? Geil, ehrlich. Ich habe hier so komische Fragen wie,
Wie mobil seid ihr? Das ist, ich stelle diese Frage nur, weil ich mit dieser Frage nichts anfangen kann. Ich habe einen O2-Vertrag, bin mobil und ich habe einen Führerschein, ich habe ein Auto und ein Fahrrad. Ja. Welches Auto habt ihr denn? Ich habe einen Hyundai i30. Ich habe einen Renault Captur. Ja, ich habe einen Up. Ein was? Ein Up vom VW. Ach, okay. So eine Auto, ja, ich wurde kleine... Wolfsburg, hallo. So eine kleine Knutschkugel habe ich. Mein Freund sagt immer, ich fahre mit dem Up wie ein Ferrari. Ihr müsst mich mal parken sehen. Wahrscheinlich meint die Person, ist ja anonym, Mobility, denke ich mal, wie mobil wir sind. Also ich bin die Immobilität in Person, muss ich wirklich sagen. Ich war früher so gelenkig, ich konnte einen Spagat aus dem Stand, kann ich nicht mehr. Also ich bin überhaupt nicht mobil und ich oute mich, ich bin Mobility gleich null. Das heißt, ich mache mich am Gerät warm. Ich will mich seit 10 Jahren vor dem Beintraining 10 Minuten aufwärmen, Mobility, vielleicht mal wieder ein bisschen Yoga machen. Bin froh, wenn ich mein Cardio schaffe. Ich hatte tatsächlich vor 3 Tagen, glaube ich, war das, eine Story darüber gemacht, dass ich jetzt wieder mehr mich dehnen möchte und mehr Mobility reinbringen möchte. Will. Ja, das sage ich möchte. Auch. Ja, nein, und ich habe es wirklich gemacht. Ich dehne mich jetzt und ich muss sagen, ich habe mich jetzt gestern vor meinem Beintraining vorher ein bisschen gedehnt, ja, meine Hüfte ein bisschen aufgedehnt und so, meine Schultern, weil es tut ja allein schon weh, wenn ich hier so mache, weil ich auch richtig eingerostet bin. Ich habe früher Kunstturnen gemacht, ich konnte Spagat rechts, links, Mitte fast. Also ich war... Ja, Kunstturnen. Ach, stimmt, das habe ich mal im Podcast gehört. Cool, aber du hast glaube ich, länger gemacht als ich. Letty ist Rhönrad gefahren. Rhönrad. Cool. Kennst du das? Sicher kenne ich das. Das hat auch viel Spaß gemacht. Sehr ästhetisch. Ja. Nee, das hat mir auch viel Spaß. Kotzen. Das war auch cool. Kotzen im Rhönrad. Aber wie gesagt, ich war mal... Ach, Quatsch. Nein. Wie gesagt, es war mal sehr gelenkig. Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, Angie, du hast heute richtig Bock zu quatschen, ohne Witz. Ich mache nächste Woche den Podcast alleine, ich schwöre. Okay. Bin ruhig. Naja, nee, aber wie gesagt, durchs Kunsttor bin ich dann auch sehr mobil gewesen, aber jetzt nicht mehr. Und ich habe mich jetzt von meinem Beintraining gedehnt und das war wirklich gut. Also ich hatte diesmal kein Problem mit meiner Hüfte, das war echt gut. Aber der Vorteil... davon, also ich habe ja auch Kunstturnen gemacht, 10 Jahre lang und war auch unheimlich mobil. Natürlich ist das Ganze, oder mittlerweile bin ich im Vergleich zu früher, sage ich jetzt mal stocksteif, das stimmt aber nicht. Es ist schon noch eine gewisse Grundmobilität, bleibt dir da erhalten, wenn du diesen Sport gemacht hast, ist deine Haltung von Haus aus ganz anders und man ist mobiler als jeder Normale, sage ich mal. Und wenn man sich da ein bisschen beschäftigt mit Mobility und ein bisschen was macht, dann ist man schon sehr schnell wieder mobiler, sage ich jetzt mal. Ne? Also mir geht es schon auch genauso. Also das Mobility ist immer so das, was am meisten leidet und was man am wenigsten macht, was halt auch am wenigsten Spaß macht. So wie Bauch. Ja, habe ich immer vor Push-Pull in meinem Training drin, als erste Übung. Ja, ich jedes zweite Training, einmal Waden, einmal Bauch, Waden, Bauch, Waden, Bauch, Waden, Bauch. So ist das bei mir. Ja. Immer bei Push-Pull ist vorher erste Übung Bauch und immer bei den Beintrainings als erstes Waden. Hm. Okay. Ja, das hat da ne? Bock drauf. Ja. Machen wir nächste Frage. Soll ich die nächste Frage stellen? Mach. So. Achso, wir haben es auch noch gar nicht gesagt. Es kann sein, dass ich heute den Podcast früher verlasse, je nachdem, wie wir mit den Fragen durchkommen. Mach die nächste Frage. Ja, ist okay. Weißt du, was viel schlimmer ist? Es ist jetzt 18 Uhr und jetzt geht gerade unser Video online und ich könnte es nicht bewerben. Das nervt mich gerade. Du kannst schon mal nebenbei eine Story posten. Nee, ich muss ja immer 20 Leute markieren. Und fürs Real auch. Ja, lach nicht, ist so. Der Rubel muss rollen hier. Nicht der Fame-Rubel, wollte ich gerade sagen, das meine ich nicht, aber das muss gestreut werden in alle Richtungen. Natürlich.
Okay, dann stelle ich jetzt mal die nächste Frage. Wie beurteilt ihr eure Genetik? Was ist gut, was ist nicht so gut? Und was hat Auswirkungen auf Wettkämpfe, Training etc.? Also ich bin ja da gesegnet mit Genetik, glaube ich. Du hast ja keine Schwachstellen, deswegen kannst du da gar nichts zu sagen. Ansi, dann red! Nee, aber was denkst du denn? Also Schwachstelle Haut zählt jetzt nicht, Birgit. Schwachstelle Gehirn zählt auch nicht. Das also, meine ich nicht auf dich bezogen. Ich hatte ja meine es wurde mir ja gesagt nach der letztjährigen Saison, dass mein Rücken noch etwas Schwachstelle ist. Und ich denke, die haben wir, wenn man die Fotos heuer sieht, haben wir definitiv diese Schwachstelle ausgeglichen und ist keine Schwachstelle mehr. Bei mir war definitiv Rücken immer Schwachstelle, was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass ich so schreckliche Rückenschmerzen hatte und so viel Rückenprobleme hatte, dass ich ja gar nicht schwer machen konnte. Und genauso, also ich würde mal sagen, von Natur aus habe ich schon gute Beine, auch durch den Radsport, auch durchs Eishockeyspielen, auch die Waden. Also bei mir, ich brauche die gar nicht zu trainieren und trotz alledem habe ich Waden so, das weiß ich. Aber jetzt auf Bodybuilding bezogen oder auf die Bühne bezogen, sind die Quads und Rücken definitiv bei mir ein Problem. Aber ich würde es jetzt nicht als genetisch bezeichnen. Inzwischen muss ich natürlich auch sagen, mit Sicherheit auch dem Alter geschuldet, weil wenn ich manchmal sehe, wenn ich mit Männern zusammen trainiere und mir meine Kraftwerte vergleiche, also ich kann wirklich sagen, dass ich Kraft habe. Ich kann jetzt nicht sagen, im freien Beugen, weil ich es ja wegen dem Rücken nicht kann. Aber ich sag mal, Beinpresse, auch die Hackenschmidt heute, ich habe die mit dem Quadromatz gemacht, der hätte auch noch mehr machen können, das weiß ich, aber da bin ich schon sehr, sehr nah dran. Ich habe auch schon mit wirklich guten Männern oder mit Profi-Athleten Rücken trainiert, wo ich mir auch denke, ja, okay, ziehe ich auch. Und, also ich habe, keine Ahnung, ich habe gestern, war ich mal wieder im McFit und habe alleine, ich weiß gar nicht, hing da zwar wie so ein Affe am Schleifstein da oben, um diese 95 Kilo runterzuziehen. Wie denn auch, wenn du nur 17 wiegst? 10 Leute stehen drumherum, lachen sich tot und ich denke mir nur so, fällt dir nichts Besseres ein? Kann mich mal einer spotten oder so? Ehrlich, asozial. Naja, dafür müsste ich eigentlich, auch was ich an Kraftwerten in den Beinen habe, viel monströsere Beine haben. Leute, die nicht in diesem Sport sind, die sagen immer, mein Gott, ihre Beine, Frau Winkelmann, oder auch Athleten, also so Leute, mit denen man so trainiert, sagen auch immer, boah, du hast echt gute Beine und ich denke mir so, ey, du hast einfach keine Ahnung. Ja, danke fürs Kompliment. Als Hobbyathletin auf alle Fälle, ja, aber nicht für meine Klasse. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich dem geschuldet, dass ich halt in gewissen Dingen, ihr wisst alle da draußen, was ich meine, nicht bereit bin, bestimmte Dinge zu tun. Und es ist natürlich auch dem Alter geschuldet, ne? Muskelaufbau wird immer schwerer. Ja, ärgert mich natürlich sehr, dass ich erst so spät angefangen habe damit, aber lässt sich halt nicht ändern. Ich mache das Beste draus. So, ich habe meinen Monolog abgehalten. Mir ist auch noch eine Schwachstelle eingefallen, was die Bühne anbelangt, also auf, was nicht, dass sich die Bühne bezieht, auf definitiv die Kondition beim Posen. Die muss ich definitiv verbessern. Ja. Ja, das ist ja auch von Amateur zu Profi auch anders, wenn ich überlege, wie lange ich auf der Bühne stand und dann hört man so Hochfigurklasse oder so, eine Stunde, das ist ein Unterschied, die Tage machen. Ja. Ja, was sind meine Schwachstellen? Also ich kann ja mal ein Judge-Feedback zitieren. Make-up was good, posing was good, you need more shoulders, legs, ass, alles. Nein, Spaß, ich bin natürlich auch noch Amateurin, ich wachse ja erstmal noch rein in das Ganze, aber eine deutlich, also ich weiß von meiner Genetik her, dass meine Beine sehr gut sind. Ich kriege zum Glück auch immer eine sehr gute Härte in die Beine rein. Und das ist wohl wahr. Die wachsen auch eigentlich sehr gut bei mir, würde ich sagen. Ich kann auch sehr schwer Beine trainieren. Aber mein Rücken war eine richtige Schwachstelle, bevor ich zu Max gekommen bin. Jetzt durchs Max-Training, wir haben das Volumen halt richtig hochgeschraubt. Er meinte auch mal, du musst doch mal Schwung holen. Also er hat ja auch recht, wie wenn du Rücken mit, keine Ahnung, 40 Kilo Langhantelruder trainierst, wie soll denn da Fleisch drauf kommen? Und da habe ich einfach mal so ein bisschen jetzt mehr Schwung geholt, ein bisschen mehr draufgeknallt
Und da habe ich neulich so Videos angeguckt und dachte so, ich glaube, da ist wirklich was passiert. Also da konnte ich den Lobby auch schon verbessern. Das sind, also ich sag mal, gegenüber letztes Jahr, das sind Welten. Jetzt mag ich dich natürlich sowieso, aber ich sage das jetzt komplett objektiv. Der größte Vorteil ist natürlich, dass du eine Bombenlinie hast, eine wunderschöne Symmetrie hast, eine schöne Athletin bist und dementsprechend wächst ja auch alles gleichzeitig. Und ich weiß, bei dir ist das nur eine Sache, also eine Frage der Zeit und du bist jung, aber ich bin da sehr zuversichtlich, kommt darauf an, wie viele Wettkämpfe nächstes Jahr und natürlich immer, wer da auf der Bühne steht, aber das ist bei dir nur eine kurze Frage der Zeit, bis du dir deine Pro-Karte holst, weiß ich. Ja, es geht ja gar nicht darum, aber das zum einen, natürlich wäre das schön, aber es geht ja auch irgendwie um die Schwachstellen und ich glaube, jeder hat so Muskelgruppen, die besser wachsen oder halt schlechter wachsen. Wie gesagt, meine Beine sind gefühlt ein Selbstläufer, die kann ich auch schwer trainieren, aber meine Schultern zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, es gibt Leute, die sind genetisch mehr gesegnet, weil die von Natur aus runde Schulterköpfe haben. Ja. Ich habe das nicht. Ich vergleiche das immer gern mit Jennifer Zienet hat zum Beispiel auch, finde ich, nicht so diese, wisst ihr, was ich meine? Ja, jetzt stell mal Katja Novak daneben und ich glaube nicht, genau, dass Katja mehr Schultern trainiert zum Beispiel als Jenny oder dass Jenny weniger, sagen wir es mal so rum, Jennifer weniger Schultern trainiert als Katja. Also diese, ja. Ich komme gar nicht drüber weg, oder Birgit? Du meinst jetzt den Vergleich von Jenny zu... Ja, nee, Schultern. Also die Schulter bei Katja, die sind schon, weißt du, an wen die mich erinnert so ein bisschen? Also nur von den Schultern her war das auch so monströs, war die Shanice Grant. Ja, die Shanique. Shanique. Die hat auch so richtige monströse Schultern. Das ist, glaube ich, sicher auch irgendwo ein bisschen genetisch veranlagt. Ja, aber verfolgst du sie? Weil Shanique ist ja mit allem raus. Die war ja ganz lange von der Bildfläche verschwunden. Ne? Ja. Ist ja jetzt wieder in the game. Also was heißt in the game? Das meine ich jetzt nicht auf Steroide bezogen. Dazu kann ich gerade nichts sagen. Aber die hat ja richtig Downsizing gemacht. Die trainiert ja obenrum kaum noch. Die hat keine Schultern mehr. Also jetzt mal im Vergleich. Ne? Die will ja in die Wellness gehen. Ich habe sie schon länger nicht mehr. Früher habe ich sie natürlich immer verfolgt, ne? Weil sie ja eine meiner Favoritinnen war oder eine meiner Vorbilder, sage ich jetzt mal so. Aber seitdem sie ja dann raus war, habe ich sie auch nicht mehr weiter verfolgt und habe jetzt gar kein Bild, wie sie aktuell ausschaut. Und sie will wieder starten. Pass auf. Mal abgesehen davon, das Erste, was ich gerade sehe, Maren, sexy Hexi, guck mal, hat ein neues Bild. Ey, die sieht so gut aus. So, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge mit Maren, aber darum sollte es jetzt nicht gehen. Warte. Ja, aber wie gesagt, ich finde, Genetik ist allgemein so ein Thema. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Faktoren. Zum einen, wie wächst welche Muskelgruppe, wie hart wird man, weiß ich nicht. So, das ist ja alles so, das spielt alles zusammen. Auch der Stoffwechsel ist, glaube ich, auch teilweise so ein bisschen genetisch. Ja, ich suche gerade ein Bild von der Shani, also wo man das auch wirklich sieht, wie sie jetzt aussieht. Also da kannst du sie schon so ein bisschen sehen. What? Boah. Wow. Ja, die also hat, die Schultern. Die hat Downsizing gemacht, komplett. Warte. Boah, jetzt ist mir aber gerade spontane Frage eingefallen. Die muss ich mir merken. Also die Schultern sind fast, also die sind natürlich nicht weg, aber die will in die Wellness nächstes Jahr. Ja, krass. Geil. Ja, ganz anders. Wie ist denn das bei euch? Also zum Beispiel bei dir, Birgit, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt kein Bodybuilding mehr machen, würdest du die Muskulatur behalten wollen? Oder? Boah, das ist eine Frage. Boah. Ich glaube, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Also ich würde definitiv weiter trainieren, weil das einfach ein Teil von meinem Leben ist, sage ich jetzt mal so. Ich bin hyperaktives Kind gewesen und ich werde einfach furchtbar lästig und würde mich unwohl fühlen, wenn ich mich nicht mehr bewegen würde. Dass ich Muskulatur verlieren würde, auf jeden Fall. Ich auch. Aber ich würde, glaube ich, den Fokus anders setzen. Also ich würde dann wirklich so trainieren, wie ich Bock hätte.
Also sagen wir mal als Beispiel, ich liebe Bankdrücken und ich habe schon seit 2 Jahren kein Flachbankdrücken mehr drin, also mache ich es auch nicht. Aber ich bin jedes Mal traurig, wenn ich ins Push-Training gehe und denke mir, komm, mach doch mal wieder. Aber ich weiß, dass meine Kraftwerte da mit Sicherheit jetzt auch schlechter geworden sind. Ich habe halt nur noch schräg eine Übung drin und das war es einmal die Woche. Nicht einmal die Woche, aber ich habe einen Push, 2 Pull, 2 Beintage. Ich hasse Beugertraining. Ich würde wahrscheinlich wieder die Beine nicht mehr splitten und so machen, wie ich Bock hätte. Weil es ja egal ist, ob der Beuger jetzt dicker ist oder weniger dick ist. Ich würde auch auf alle Fälle weiter trainieren. Ich befürchte auch, mein Körper würde direkt zerfallen ohne Training, auch so von Bandscheibenvorfällen und so. Ich glaube, dass das sehr gefährlich bei uns ist. So. Und eigentlich alle, die von jetzt auf gleich komplett aufgehört haben, kriegen richtig Probleme irgendwann auch. Also orthopädisch gesehen, ne? Also ich persönlich würde auch niemals, also ich glaube, das würde auch keine Bodybuilderin so wirklich machen, ganz aufhören, weil ich glaube, man sucht sich den Sport ja auch aus, weil einem das Training Spaß macht. Ich sag mal so, nur weil man jetzt nicht mehr aktiv auf die Bühne geht, heißt es ja nicht, dass man, oder finde ich, sollte man trotzdem noch sich bewegen und das beibehalten, so nicht einfach zu Hause versauern und ich sag mal ganz böse fett werden, ne? Oder keine Ahnung, einfach faul werden und nur noch vor der Glotze sitzen und essen, so, ne? Ist ja auch nicht das Wahre. Ja. Definitiv. Nächste Frage. Ist auch eigentlich eine ziemlich. Es gibt keine dummen Fragen. Ich hätte beinahe was Falsches gesagt, aber sammelt ihr irgendwas? Sammeln. Sammeln. Ich glaube, das Einzige, was ich sammle, ist hier meine Altersvorsorge. Pfand. Sonst sammle ich nichts. Nee, ich auch nicht. Ich sammle höchstens. Ich sammle meine Trainingsbücher. Punkte in Flensburg sammle ich vielleicht noch. Ja, die auch. Oh, ich wurde geblitzt, Alter. Junge, das Lustige ist, man erkennt nichts auf dem Bild außer meine fette Fliegensonnenbrille. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen und zur Getränkerückgabe gehen. Geh. Nimm meins mit. Ja. Ja. Nee, ich sammle Trainingsbücher. Und ja, das war's eigentlich. Nee, ich sammle auch nichts. Also, nee. Ich sammle keine Handtaschen. Ich habe immer nur eine. Wenn die auseinanderfällt, schmeiße ich die weg. Ich war noch nie. Doch. Scheiße. Natürlich, sammle Sonnenbrillen, muss ich schon sagen, dass ich die sammle. Also Sonnenbrillen, okay, du hast ja schon 5 braune, aber der Rand ist ja ein bisschen dunkler als bei der anderen. Ich finde immer wieder Gründe, warum die eine anders ist als die andere. Okay, also ich sammle Pfand, Punkte und Sonnenbrillen. Ich habe neulich zu Ale gesagt, dass ich glaube ich bald wie du werde, weil ich jetzt auch schon anfange, einfach morgens aus Prinzip, weil es ist ja Sommer, mir meine Sonnenbrille aufzusetzen. Das ist einfach so ein Accessoire. Ich weiß ja, das steht. Also ich finde, ich habe auch ein Sonnenbrillengesicht. Ich sollte das tragen. Bei mir ist das immer so, ich habe hier so wirklich so richtig ekelige, krause Babyhaare. Die nerven mich so sehr und die halten meist mit dem Ding hier nicht. Ich muss unbedingt Keratinbehandlung machen, aber das ist halt auch so viel Chemie. Und weil ich ja hier wirklich ein Problem habe mit fehlendem Haar, die bringt aber viel Pfand weg, die Birgit, ne? Habe ich da ein bisschen Angst vor, Peak Week Pfand. Weil genau da fehlen mir Haare. Guten Morgen. Was auch echt so eine kleine Katastrophe ist. Hi, meinst du, komm kurz kuscheln. Oh, hi. Sag mal Hallo. Hallo, Daisy. Hallo. Ich hab gestern meine Hunde beim Hundesitter gehabt. Und dann habe ich meine, hörst du mir zu? Ja, ich höre zu. Ist auch scheißegal, die anderen hören mir zu. und meine Hundesitterin ist für den Tierschutz tätig und die hat immer 3-4 andere Hunde da. Vor allen Dingen hat die gerade viele Straßenhunde aus der Ukraine, so, ne, aus Kriegsgebieten und so. Und jetzt hat die da wieder so einen Hund, Kalle, sieht aus wie eine Hyäne. Und die bekommt immer so extrem liebe Hunde. Und dann habe ich gestern meine Hunde abgeholt
Und dieser Kalle, der total menschenunfreundlich ist, der hat mich direkt angefallen, hat mich mit seinen Vorderpfoten umarmt, umklammert. Ich dachte erst, er wollte mich rammeln, aber wollte der nicht und ließ mich nicht mehr los, dass ich sofort wieder angefangen habe zu blättern und dachte, okay, komm, ist scheißegal, nimm einfach noch einen dritten Hund dazu, ist auch egal. Kalle passt genau hier in unser Rudel, aber nein, ich reiße mich zusammen. So, sorry, das hat gerade ein bisschen länger gedauert, also ein bisschen mehr. Das war eine große Pfandrückgabe, eine Peak-Week-Rückgabe haben wir gerade schon gesagt. Ja, das ist mehr rausgefallen als nur Getränkerückgabe. Aber ich habe gerade mitgekriegt, dass du Sonnenbrillen sammelst. Ja. Du auch? Nee, aber ich hätte da was für dich, wenn du sie haben magst. Auch ich nehme jede Brille. Cool. Ja. Alter! Jutti, Alter! Alter! Nehmen Sie mit nach Rumänien. Ich habe auch alle eine Rolex. Bald haben wir auch eine Rolex. Weil ich kann nur noch Sonnenbrillen tragen mit Sehstärke. Und okay. Die kann ich nicht mehr tragen. Ja, vielleicht gefällt sie mir. Ich muss gucken, ob ich damit aussehe wie so ein Adler. Mir steht nicht jede Form. Ich habe kein Brillengesicht. So. Doch. Nächste Frage. Ist auch eine Frage. Na egal, ich stelle sie jetzt einfach. Warum sind Adolf und Enrico nicht mehr bei Big Zone? Also erstmal Leute für euch da draußen. Adolf, schauen wir mal, ob er da persönlich drüber reden möchte. Aber Adolf und Viola werden in unser Podcast kommen. Ja. Ihr wüsstet, wer demnächst alles in unserem Podcast kommt. Boah, also das ist echt, ich hatte gestern, alles gut. Ja, ich hoffe ja mal, dass unser Herr Matze mal Zeit hat, weil Stefan Kienzel wird wahrscheinlich noch vor Max in unserem Podcast sein, wenn das so weitergeht. Ehrlich? Ja? Ja. Vielleicht muss ich eine postalische Einladung schicken. Klar. Nein, wie gesagt, das ist warum? Ja... Nee, Frage. Aber sag erst. Nee, alles gut. Ich habe... Wir verstehen uns wieder blendend heute. Aber ich strahle wie ein, das ist die Mesotherapie. Ich sehe voll frisch aus. Ich habe gesagt, du siehst gebügelt aus, Angie. Gebügelt. Warum sind Adolf und Enrico? Also, Max hat sich ja mal dazu geäußert, ne? Ist immer schön, alles von sich wegzuschieben und andere Leute zu zitieren. Zu Enrico hat Max in einem Fragensticker gesagt, kann sein, dass Enrico woanders ein besseres Angebot bekommen hat. Keine Ahnung, glaube ich nicht. Also was ich weiß, ist auf alle Fälle, dass Enrico nicht im Bösen von Big Zone weg ist. Das war auch so ein schleichendes Rausgehen. Aber ich weiß, dass in Enrico, was eigentlich die nächste Frage schon einschließt, die ein Zuschauer geschickt hat, Rico ist ja recht introvertiert, so, ne? Das ist ja die Ruhe in Person. Den kann ja, glaube ich, nichts aus der Ruhe bringen. Haben wir ja. Hast du den mal persönlich getroffen, Birgit? Nee. Nee, wirklich. Also so eine angenehme, ruhige Person, das ist genau das, was man auch während einer Wettkampfzeit braucht. Wir hatten ja eine Zwangs-WG, der Rico, die liebe Letty und ich, daher kennen wir uns ja auch. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen eher das Gegenteil. Ich sehe ja schon irgendwie den Vulkan ausbrechen, wo er noch todesruhig ist, so ungefähr. Und Enrico, der sitzt auf dem Vulkan und das juckt den überhaupt nicht so, ne? Und ich weiß auch, dass Rico alles ist, aber nicht für so Medientrubel und dem ist das alles unangenehm und der steht auch nicht gerne im Vordergrund. Der mag das auch nicht mit diesem, also ständig ein Video drehen. So, ich bin ja auch immer so, ich halte einfach die Kamera drauf. Ich bin ja manchmal ein bisschen frech, da muss man auch einfach mal fragen, anstatt einfach drauf zu halten, so, ne? Und Big Zone ist ja im Moment sehr aktiv, ne? Was Video, Berichterstattung und so angeht. Und ich denke, das ist auch mit ein Grund. So, das sind meine Infos. Ich habe mit Rico auch gesprochen, aber das sind natürlich auch private Sachen. Ich weiß auch, Rico hat andere Prioritäten, Familie und so. Der hat ja auch, oh Gott,
Kleinen Sohn, ne? Ja, kleiner Mann macht er immer, genau. Kleinen Sohn und ist absolut legitim und ja. Also ich persönlich habe da gar keine Infos zu. Also ich bin ja auch nicht im Team Wixo und dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass ich das, also ich habe ja Rico auch kennengelernt in Alicante und es ist einfach ein extrem entspannter Mann. Der hat mich so ein bisschen wie an meinen Papa erinnert, weil der ist auch so tiefenentspannt und sehr, ne, bringt es immer runter und ne. Aber ja, man muss halt immer gucken, ne? Ich sag mal so, es ist halt auch leider so, dass heutzutage Bodybuilding auch in Social Media stattfindet. Ne? Das ist halt leider ein sehr wichtiger Bestandteil geworden. Ist natürlich auch immer die Frage, ob die Sponsoren da mitgehen, wenn ein Athlet sagt, er hat keine Lust drauf. Ne? Beispielsweise Emi bei Gigas macht jetzt auch nicht den mega Social Media Auftritt mit jeden Tag Werbung und hier und da. Ja, aber wie gesagt, zum anderen kann ich nicht sagen. Aber Emir muss man sagen, ich meine, Rico war ja auch erfolgreich letzte Woche. Emir steht natürlich anders im Vordergrund, auch durch YouTube und so, ne? So, das heißt, darüber werden auch einige über seinen Code bestellen und Social Media, ne? Ich kann nur immer wieder sagen, wir, die Athleten, repräsentieren, wenn es uns Athleten nicht geben würde, wo sollten denn die Sponsoren was verkaufen? Früher war das anders, da gab es Shops. Ne? Heute gut, den Wixo-Shop gibt es auch noch, weil es auch gleichzeitig das Lager ist. Ne? Aber ich glaube nicht, dass die jetzt über ihren Shop dort den größten Umsatz machen. Auch durch andere Shops, Unterunternehmer oder was weiß ich, wie heißt das denn? Reseller, ne? Oder heißt das so? Ja, ne? Egal. Aber im Endeffekt sind wir ja die Marke nach außen tragen, ne? Als Athlet repräsentiert man die Marke. Na, natürlich wollen dann die Sponsoren oftmals. Wir holen den Umsatz rein, Punkt. Also es ist ein wirtschaftliches Unternehmen, oder? Ja, definitiv. Ja. Aber ich finde auch immer, ne, bei mir war auch der Fall, man sollte auch immer zu den Sponsoren gehen, wo man sich dann halt auch wohlfühlt. Ne? Also ich glaube nicht, dass der Enrico oder auch der Adolf sich jetzt vielleicht unwohl im Team Wixo gefühlt haben, kann ich mir nicht vorstellen. Aber manchmal will man ja auch mal was Neues ausprobieren, wenn man jetzt schon ein paar Jahre bei dem einen Sponsor ist, ist ja auch vollkommen legitim. Ne? Irgendeinen Grund wird schon haben. Wie gesagt, wir holen den Adolf mal hier rein. Zu Adolf kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Adolf hat ja schon relativ oft den Sponsor gewechselt. Muss man jetzt aber auch in der Zeit sehen. Der ist ja auch schon länger beim Sport dabei. Aber was da... Ja, aber Angie, ganz ehrlich, wie viele, genau, was ist intern passiert und wie viele Sponsoren versprechen dir was und halten es da nicht ein? Ne? Ja, gut, aber ich sag mal, ich bin jetzt Big Zone-Athletin, also... Ja, da wird's ja. Ja, ich weiß ja, was die in Anführungsstrichen versprechen. Also ich kann gar nichts Negatives sagen. Also wirklich gar nicht. Das sage ich hier auch ganz öffentlich. Kann man mich auch drauf festnageln. So. Aber ich habe natürlich auch keine anderen Erfahrungen gemacht. Ne? Man versteht sich mit dem einen besser als mit dem anderen. Aber deswegen hat man ja keine Spannung. Wir sind ja auch keine Familie. Ne? Wir sind ein Athletenteam, kommen irgendwie klar. Aber wir sehen uns ja auch total selten. Und klar ist ja zu dem einen größeren Draht und zu dem anderen nicht so einen großen Draht. Aber ist ja wie im normalen Leben auch. Aber ist ja auf der Arbeit nichts anderes. Ja. So, oder? Ihr Lieben, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich dachte mir, bevor wir die nächste Frage anfangen, verabschiede ich mich schon mal. Ich habe leider noch ein paar Dinge zu klären mit meiner Hochzeit. War denn bei dir noch die Fragen, die ich dir geschickt habe, habe ich keine von, ne? Weil ich habe die bei mir alle gelöscht. War da noch irgendwas Weltbewegendes, Besonderes? Nee, nichts Besonderes mehr, tatsächlich. Okay, gut. Okay, so, ich verabschiede mich schon mal. Danke fürs Zuschauen auch schon mal von mir. Danke, Birgit, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche schon mal ganz viel Erfolg für Rumänien, aber ich denke, wir werden uns vorher noch mal hören. Birgit ist ganz still geworden. Weißt du warum? Weil ich gesagt habe, ich bin die größte, die denkt jetzt, ich bin die größte Stressmacherin. Ich sehe den Plan aus vorher. Und Birgit denkt sich jetzt schon auch, scheiße, worauf habe ich mich da eingelassen? Ich werde mit mir nach Rumänien. Nein, ich bin ja auf der anderen Seite. Ich bin satt. Ich bin nicht hungrig. Ich werde sehr entspannt sein. Man darf nicht vergessen, bei mir war Angie auch absolut auch 3 days out. Also das ist ja auch immer was anderes, wie man da mental unterwegs ist. Ne? Wann heiratest du, Letizia? Am 2.9. Deshalb ist es noch
3,5 Wochen und müssen wir jetzt halt viele Termine klären, ne? Friseur, jetzt die Location wieder, dann Kleid und hier und da. Und eins will ich auch mal dazu sagen, es ist nicht leicht, als Bodybuilderin ein Kleid zu haben. Also ich habe mir ein Kleid gekauft mit 17 Kilo weniger tatsächlich. Das hat auch noch gepasst. An der Taille muss es sogar noch enger gemacht werden, aber am Latt muss es halt größer gemacht werden, was schon noch cool war, dachte ich mir so. Aber diese Umschneiderung allein kostet auch schon wieder fast 500 Euro. Was? Also es ist echt, ja, zum Glück bezahlt Papa das, aber da hatte ich das schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man halt so weiß, es liegt am Sport. Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich nochmal Anpassung bekommen habe. Und dann war er nicht so erfreut. Er so, toll, dann müssen wir es bestimmt wieder umschneiden lassen in 2 Wochen. Wobei man sagen muss, es gibt ja auch viele Frauen, die dann schwanger werden. Viele holen sich auch schon 7, 8 Monate vorher das Kleid, ne? Oder ja, haben sowieso eine Gewichtsabnahme oder Zunahme. Aber es ist schon, Es gibt ja auch keine Stretch-Kleider, ne? Ich würde mal eins selber häkeln. Häkel dir doch eins. Gute Idee. Oder ich komme im Wettkampf-Bikini, habe ich auch schon gesagt. Aber das findet der Pastor doch nicht so schlimm, so schön, glaube ich. Na gut, Leute. In dem Sinne, habt einen schönen Abend. Du Wir auch. Hören uns, ne? Ciao. Ciao. Und da waren es nur noch 2. Ist uns egal, Birgit. Wir kommen alleine klar, ne? Natürlich. Warte mal, lass mich mal schnell noch die Fragen durchgehen. Wir sind nämlich auch schon, wann haben wir denn angefangen? 5, 6, sind auf jeden Fall schon wieder 1,5 Stunden sind wir schon dran. Was würdet ihr machen, wenn euer Handy, TV etc. beim Cardio in der Prep ausfällt? Mein Gott, dann fällt es halt aus. Sing ich halt. Also, Ich habe den Vorteil, in der Früh, wenn ich Cardio mache, mache ich das bei mir im Wohnzimmer. Und wenn da das Handy ausgeht, dann schalte ich den Fernseher an. Und wenn ich abends mein Cardio nach dem Training mache und das Handy würde ausgehen, ist das Geile. Ich habe an den Cardio-Geräten im Studio, kann ich solitär spielen. Und weiß auch nicht. Mir hilft auch, ich finde Cardio wirklich, ich komme ja aus dem Ausdauersport auch, ne? Aber wenn du so mit dem Rad über die Straße fährst, hast du ja ganz andere Eindrücke. Aber dieses auf der Stelle fahren, also Cardio ist für mich richtig hardcore. Wirklich, ich würde lieber 3-mal am Tag trainieren gehen, als eine halbe Stunde Cardio zu machen am Tag. Weil diese 30 Minuten, das ist so ein Phänomen, ne? Zeit, dieser Zeit, also ich kann mich auch nicht mit Musik beruhigen, das geht auch nicht schneller rum. Ich muss mich wirklich beschäftigen. Das heißt, ich muss irgendwas entweder für die Arbeit machen, E-Mails dabei tippen, auf dem Stairmaster so oder auf dem Rad, ne? Viel schlimmer ist, dass Cardio für mich total teuer ist, weil ich bin ja ein komplettes Werbeopfer. Ich bestelle ja dann wild irgendwelche Sachen. Gestern bin ich auf dem, da dachte ich mir auch, was ist eigentlich mit mir nicht in Ordnung? Gestern bin ich auf dem Ergometer, guck mir eine Story an von Hanna Brause, wie sie da mit so einem Standrührgerät ihr Whey zum Pudding rührt, nur weil das halt dieser Rührstab ist von diesem Ding, so, ne? Und ich denke so, next prep is coming, google mal schnell, zack, ab in den Warenkorb, zack, gekauft. So schnell kann ich gar nicht gucken. 30 Sekunden später, ich denke, what the fuck, was habe ich denn jetzt schon wieder bestellt? Ehrlich, ey. Ja. Aber weißt du, was geil ist? Oh, du kennst doch sicher diese Reispuffs. Also diese Reispuffs. Reiswaffeln oder was? Nein, diese. Also was Roman immer gesagt hat, dieses Hundefutter. Genau. Ja. Du musst das Hundefutter kaufen. Ja. Nämlich mega billig im Vergleich zu den Crispies, die du so kriegst. Und die kannst du auch auf Amazon kaufen. Risobel heißen die. Genau. Denken genauso. Genauso wie was? Wie Reis war? Ja, wie die Reis für den normalen Reispuffs. Okay. Ja, da könnte man jetzt eine. Vertrag die nicht so gut. Ich vertrage auch Reiswaffeln nicht gut. Ich kann Reis essen, aber keine Reiswaffeln. Ich blähe von Reiswaffeln. Komischerweise. Ich finde, die stinken auch. Aber Maiswaffeln esse ich. Gibt ja immer so Team Mais, Team Reiswaffeln, ne? Ja. Also wenn ich Reiswaffeln esse, muss ein Kilometer, brauche ich Radius um mich herum. Definitiv. Ja. So, haben wir das auch abgehakt? Habe ich hier noch eine Frage? Warte mal.
ob wir intro- oder extrovertiert sind. Ich weiß gar nicht, ob das eine Bot-Frage war. Intro oder extrovertiert? Keine Ahnung. Also im Studio bin ich definitiv introvertiert. Wurde mir jetzt wieder vor ein paar Tagen gesagt, deswegen dachte ich auch, ich muss unbedingt Botox machen lassen, weil mir der Trainer mal wieder sagte, mit einem, mit dem ich mich so ein bisschen angefreundet habe, das ist so ein Naturfreak, und der sagte, boah, Antje, ich habe dich so gerne, also nicht falsch verstehen, könnte mein Sohn sein, egal. Der sagte, aber als ich dich nicht kannte, ne, oder jeder, der dich hier wahrnimmt, du hast eine Aura um dich rum, meine Fresse, sagt er immer, als würde ich alle töten wollen. Und ich denke mir mal so, na, hä? Ich will gar keinen töten, ich gehe ins Studio, um zu trainieren, da kann ich doch nicht freundlich gucken. Soll ich lachen dabei, wenn ich irgendwie fast verrecke beim Training? Ich verstehe es nicht. Und dann habe ich mal versucht, dann habe ich mir das, da habe ich mir diesen Rat angenommen und gesagt, okay, morgen gehst du mal hier rein mit einem Lächeln. Du grüßt einfach mal jeden, den du schon länger gesehen hast, nickst du mal freundlich zu. Ich schwöre, die haben mich alle angeguckt wie ein Außerirdischer. Nach dem Motto, was will die Alte von mir? Es war mir total peinlich. Dann habe ich gesagt, ich bleib so, wie ich bin und fertig. So, also im Studio bin ich auf jeden Fall introvertiert. Also ich von beides ein bisschen was, glaube ich. Kommt immer auf die Situation drauf an. Ja. Ja, ich kann auch extro. Also ich glaube, so im Podcast bin ich auch eher extro als intro. Sonst könnte ich das ja, glaube ich, auch gar nicht hier machen. Ja. So. Wir sollten die Fragerunde beenden. Ach. Du hast irgendwas gesagt noch von Peinlichkeitsfragen. Peinlichkeit auch, aber hier ist noch es geht einfach kein Podcast geht ohne die Reutz- oder Stofffrage. Wie war eine Frage, also auch manchmal denke ich, Leute, denken auch gar nicht nach, aber wenn ich das jetzt sage, traut sich gar keiner mehr was zu fragen. Viel Stoff hilft viel bei euch Frauen eher als bei Männern. Quatsch. Warum? Wie? Ja, hilft auf alle Fälle, dass wir Haare verlieren, hilft, dass wir Kitzler kriegen, Daumen groß, Daumen hoch. Hilft mit Sicherheit auch, dass wir aussehen wie ein kleiner Gorilla am Körper, aber auf dem Kopf nicht mehr, oder? Was soll ich dazu sagen? Sag, was du willst, oder sag gar nichts. Das ist auf jeden Fall absoluter Schwachsinn, weil... Das sagt gar nichts mehr. Ja. Hilft viel, kann ganz schön in die Hose gehen. Ja. Ist auch immer ein bisschen genetisch veranlagt. Ja, ich glaube, nur, aber das haben wir auch schon 1000 Mal, 1 Million Mal besprochen, bei Frauen ist es natürlich viel schlimmer als bei Männern. Ne? Also die Konsequenzen können immer schlimm sein, aber bei Frauen natürlich noch tragischer. Ah, warte mal. Ja, da war nämlich noch so eine Frage. Die war auf jeden Fall an dich gerichtet. Die war gar nicht so... Ob ich die jetzt noch finde? Bitte. So schlau ist sie auch nicht. Was bist du bereit zu tun für die Olympia? Welche vermännlichen Dinge wären okay für euch? Also so. Möchtest du darauf eingehen? Mein Gott. Bist du noch da, Birgit? Ja, ich bin schon noch da. Aber was? Mein Gott, das Stimme verändert sich ein bisschen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja. Ich habe das in den letzten Podcasts auch schon mal gesagt. Ich kann immer nur jeder Frau empfehlen da draußen. Inzwischen weiß eigentlich jeder, welche Nebenwirkungen kommen können. Macht euch eine Liste, mit welchen Nebenwirkungen oder ich nehme ja auch dieses Wort Nebenwirkung gar nicht mehr gerne in den Mund, weil es geht ja eigentlich nur um Wirkung. Ne? Denn das ist eine Wirkung und keine Nebenwirkung. Punkt. Von anabolen Steroiden. Nehmt euch eine Liste und guckt, womit kommt ihr klar. Dass euch
Kommt ihr damit klar, dass euch ein paar Haare ausgehen, womit wir Frauen ja sowieso hormonell dann auch schon ab einem gewissen Alter zu tun haben? Macht euch das was aus, wenn es noch schlimmer ist? Dann haben Frauen natürlich den Vorteil, sie können auch mit Extensions oder so arbeiten, sie können ein bisschen auffüllen, ne? Aber ich habe halt das Problem nicht. Weder mit Haarausfall noch mit unreiner Haut. Die Probleme habe ich alle nicht. Ich habe ein paar Härchen am Kinn, die ich mir mit der Pinzette rauszupfe, ja. Aber das ist für mich jetzt alles ertragbar. Ja. Und mehr wird auch nicht kommen, weil ich nicht mehr nimm als jetzt. Ja. Weil ich es auch nicht nötig habe. Und das wird sich auch nicht auf der Olympia ändern, das weiß ich. Das wird sich auf der Olympia ändern. Also ich war gar nicht bisher und mache deswegen nicht mehr, weil es auch gar nicht notwendig ist. Zumal wir ja auch, also muss man wirklich sagen, bei einem sehr verantwortungsbewussten Coach sind, ne? Was das angeht. Definitiv. Na, das muss man schon sagen. Birgit, wie kam es zur optischen Veränderung von schwarze lange Haare zu kurze blonde Locken? Hab sie auf den Vergleichsbildern erst gar nicht erkannt. Ja, wir sind Frauen. Der Hauptgrund sind einfach meine grauen Haare. Ich bin schon extrem grau und bei Schwarz sieht man das halt natürlich extrem. Also du musst ewig oft, also du kannst alle 2-3 Wochen kannst du nachfärben. Mhm. Und das habe ich einfach keinen Bock mehr. Mhm. Und dass die Haare halt immer kürzer geworden sind, liegt einfach daran, dass mich irgendwann genervt haben. Ich habe die Haare zu in der Arbeit, ich habe die Haare zu im Training, ich habe die Haare immer zum ich ja auch hier gemacht. Und ich sehe immer gleich aus. Und aber jetzt hast du sie auch wieder zusammen. Ja, ich komme gerade frisch vom Training. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber sie sind weg und ich schwitze nicht mehr ganz so unter den langen Haaren und sind pflegeleichter. Ich kann einfach mehr machen, damit ich sehe, ja, es war mir einfach langweilig. Deswegen schaue ich auch einfach nicht mehr ganz so streng aus mit Schwarz, sondern einfach ein bisschen. Das ist aber tatsächlich so. Also muss man echt sein. Also ich habe zum Beispiel, also Natur bin ich so, ja, ein bisschen heller als das hier, aber nicht so hell wie das hier. Aber ich merke mal gerade, also auch im Sommer, ich habe wirklich, jetzt sieht man es hier mal nicht, weil ich hier ein Licht von vorne habe, aber ansonsten, ich habe echt immer Augenringe, weil Schlaf ist bei mir auch ein Problem. Und je dunkler die Haare sind, umso stärker reflektiert das ja und umso fertiger siehst du aus. Und immer, wenn ich die Haare heller habe, dann sagen mir alle, oh, sie sehen aber fit aus. Und ich so, ja, bin super fit. Ja. Hm. Ja. Ich fand es auf jeden Fall gut, steht dir auf alle Fälle. Ich habe ja normalerweise, ich habe die auch schon mal ganz dunkel gehabt. Zufälligerweise gerade im Bild und auch kürzer. Bin auch gerade wieder am Überlegen, ob ich sie mir abschneide. Schauen wir mal. Starten nicht interessant für euch? Also warum du nicht in Texas zum Beispiel startest? Weiß gar nicht, ist da die Physikklasse? War jetzt, wo die Lena gestartet ist, die Frauenphysikklasse? Ich weiß gar nicht. Ich auch nicht. Ich kann nicht sagen, ob die da war. Ich habe nicht geguckt. Aber es ist halt auch immer Amerika mit enormen Kosten verbunden. Ja. Das vergessen die Leute da draußen auch immer oder denken, naja, die haben noch einen Sponsor. Aber das hat halt auch alles ein Limit, ne? Ja. Women's Bodybuilding Klasse. Interessant für dich oder nicht? Finde, du passt da gut rein. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Ich finde, du bist zwischen den beiden. Ich finde, du bist schon wieder jemand, der zwischen den beiden Klassen starten könnte. Ist es? Mein Herz schlägt für die Women's Physik. Ja. Das ist mal definitiv safe. Ja. Aber gut, wie soll ich da jetzt anfangen? Stefan hat mich ja schon immer eigentlich im Bodybuilding gesehen. Mhm. Und
Max meinte auch, dass ich da recht gut reinpassen würde und meinte sogar, dass ich, wenn ich in Portugal in der Bodybuilding-Klasse gestartet wäre, dass ich das Ding gewonnen hätte. Ich habe dem das am selben Tag geschrieben. Ich habe gesagt, Max, ich bin jetzt hier kein Profi, aber jetzt mal abgesehen von irgendwelchen politischen Entscheidungen, das war jetzt mal dahingestellt, Portugal hätte ich mir vorstellen können, dass du in der Bodybuilding-Klasse das Ding gewuppt hast. Aber ich kann das total verstehen. Ich kann mir das, wenn ich mir die Bilder anschaue, nach wie vor immer noch nicht vorstellen, dass ich in Portugal die Bodybuilding-Klasse gewonnen hätte. Max meint ja. Mhm. Und vielleicht dürft ihr euch auf eine kleine Überraschung freuen. Surprise. Ja, also prinzipiell, also ich finde, der Wechsel von der Figur zur Physik ist natürlich viel drastischer als von der Physik zur Bodybuilding, ne? So, da haben wir jetzt noch eine Latzbrett dabei und ich finde es eigentlich nicht so schön, Hände zusammen, irgendwie bei der Doppelbizeps. Also meine Lieblingsklasse ist inzwischen auch die Physikklasse und die Wellnessklasse. Ich mag aber auch die Figur. Als ich letztes Jahr das Profidebüt hatte, da weiß ich, hat Max auch darüber nachgedacht. In der Prep hat Max zu mir gesagt, sagt er, ich weiß, du hast da keinen Bock drauf, Angie, aber normalerweise würde ich dich jetzt oben abtrainieren lassen und wir stellen dich in die Wellness. Und ich habe gesagt, ich sehe mich vom Posing her nicht in der Wellness-Klasse so und auch nicht in dem Alter in der Wellness-Klasse. So, das wäre total weird. Hä? Keine Ahnung. Ja. Aber der hätte mich halt in der Figurklasse gesehen und der hat mich in der Figurklasse viel weiter vorne gesehen als in der Physikklasse. So, ne? Aber ich habe von Anfang an gesagt, klar ist das geil, irgendwie einen Wettkampf zu gewinnen. Ich habe wirklich nicht mehr viel Zeit und die Zeit, die ich noch da oben verbringe, werde ich in der Klasse verbringen, in der ich mich am wohlsten fühle und das ist inzwischen die Physik, obwohl ich mich ja sehr schwer getan habe, in die Physikklasse zu gehen. Aber ich sehe mich gar nicht mehr in der Figurklasse und nur wegen dem Pokal, um dort vielleicht in die Top 5 zu kommen, sehe ich da keinen Grund drin zu wechseln. Dann bleibe ich lieber im Mittelfeld, was ich immer noch bin, immer noch, kann ich immer wieder nur sagen, mit den Mitteln, die ich bereit war, dafür zu tun, in diesem oberen Mittelfeld zu landen, hat mich viel stolzer gemacht, als wäre ich jetzt in der Physikklasse in der, ich sag jetzt mal, Platz 5 oder so gelandet. Ne? Von daher kann ich das schon gut verstehen, aber Physik zur Bodybuilding, boah, es wäre schon spannend bei dir. Die ist ja auch ganz offen, die Bodybuilding-Klasse, ne? Da bin ich komplett raus. Da weiß ich gar nicht, was die wollen. Ja, es ist halt, also ich gehe mal davon aus, der Grund, warum ich Max vielleicht in der Klasse sieht, ist vielleicht nicht unbedingt die Masse, sondern eher die Linie, die ich mitbringe. Mhm. Und ich glaube, ich könnte mit der Linie und mit meiner doch noch sehr femininen Ausstrahlung oder optischen Erscheinung vielleicht wirklich weit vorn landen. Mhm. Mhm. Selbst an der Masse meinte Max, fehlt es mir nicht viel. Oder? Nein. Wobei, aber ich fühle mich einfach nicht. Ja. Also ich fühle mich einfach zu schmal für die Bodybuilding-Klasse. Ne? Nee, glaube ich nicht. Das und liegt vor allem halt daran wahrscheinlich, weil ich für mich das komplette Gefühl verliere, ne, optisch. Ich sehe mich jeden Tag im Spiegel und der Max sieht mich zweimal in der Woche. Mhm. Er kann das ganz anders beurteilen. Ja. Und Max sagt, mir fehlt es nicht an Fleisch, dann wird es wahrscheinlich schon so sein. Das kann ich selber am allerwenigsten oder am allerschlechtesten einschätzen oder abschätzen. Ja, guck einfach, wo dein Herz schlägt. Und vor allen Dingen, du würdest es also laut Aussage in der Bodybuilding weit nach vorne bringen. Hallo, du bist Vize sowieso schon. Also da fehlt ja jetzt nur ein Fitzelchen Mühe, um den ersten zu machen. Ne? Also da kann man ja jetzt auch nicht davon sprechen, als wärst du nicht erfolgreich. Ne?
Ach, in der alles schwierig. Wir gucken mal, was in Rumänien passiert. Genau. Erstmal freue ich mich auf Rumänien. Ich auch. Weißt, wie ich mich jetzt freue? Jetzt ist so ein richtiger Stein irgendwie abgefallen. Ich habe von Dennis auch immer noch keine Nachricht bekommen, aber ich warte. Aber ich habe heute Morgen auch, ich habe meinen Formcheck geschickt und habe zu Max gesagt, es ist mir völlig egal. Also jetzt habe ich ja sowieso gebucht. Scheißegal. Also ich fliege jetzt sowieso mit. Wahnsinn. Liebe Birgit, ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich auf Rumänien, wir rocken das. Ich auch. So, ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, abonnieren, lasst ein Like da, kommentieren eifrig und folgt vor allen Dingen der lieben Birgit. Macht's gut, bis nächste Woche, bleibt gesund, Liebe raus, Liebe rein. Ciao.